Und wir können eigentlich noch eine zweite Produktionskette sogar erschaffen. Aber wir lassen erstmal die hier bauen. Übrigens, Robin, ich hatte dir versprochen, so die Zeit für Discord. Wenn du magst, können wir auch jetzt schon derweil reden, wenn das für dich nicht super langweilig ist, während ich die anspruchslose erste Mission hier spiele, um wieder ins Spiel reinzukommen. Danach spielen wir, wie gesagt, die Mod für das dunkle Volk, die der gute Mann im Chat erstellt hat und auf die ich sehr neugierig bin. Wir haben uns etwas verspätet, weil ich noch diesen Autobattler dazwischen spielen wollte, der den Paradox spontan gezeigt hat. Können wir machen? Ja, dann rufe ich dich an. So. Ich starte hier gerade noch Discord auf dem zweiten PC. Und nun. Hallo. Hallo. Das ging schnell. Ich grüße dich. Ich grüße zurück. Sag mal Hallo an alle. Das ist Ultimate Spin Dash, gerade im Chat, jetzt hier. Stell dich mal kurz vor. Was, du beschreibst dich selbst auf Twitter als wandelndes Siedler 4 Lösungsbuch. Genau. Hallo Chat. Ich bin Ultimate Spin Dash, auch Robin. Das Siedler-Lösungsbuch, das ist eine lustige Geschichte. Das ist so über die letzten Jahre zustande gekommen. Falls euch der YouTuber Spirit of the Law was sagt, natürlich. Ganz tolle Videos zu Age of Empires. Ich bin so ein bisschen das Gegenstück dazu, nur vielleicht nicht halb so gut. Für Siedler 4. Genau. Ja, es ist ja eine noble Profession, finde ich. Und du bist eben in der Modding-Szene unterwegs. Ne? Was sind genau deine aktuellen Projekte und Beteiligungen? Wie bist du an Settlers United zum Beispiel beteiligt gewesen? Oder immer noch beteiligt? Ich krieg das tatsächlich nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß, dass, als ich angefangen hatte mit dem Kanal, ich wollte mich neu ausrichten, ich wollte halt mal wirklich alle Siedler-Missionen, weil ich das als Kind nie geschafft habe, mal wirklich selber legit durchspielen. Mhm. Und ja, ich war zwar inzwischen ein bisschen besser, aber es gab halt zum Beispiel Lösungen. Ich habe festgestellt, die Lösungen, die es gab, waren zum Teil halt veraltet, stimmten nicht mehr. Beziehungsweise für die ganz späten Karten gab es auch keine mehr. Und habe ich immer gesagt, komm, machst du selber. Und dann kam das später noch dazu, dass ich auch die Mechaniken mir halt selber angeguckt habe, um halt besser zu werden, weil ich halt bestimmte Sachen einfach mal wissen wollte, ohne dieses ganze Halbwissen, was teilweise durchs Internet gegeistert ist. Zum Beispiel, dass man hier die Dinger tatsächlich am See bauen muss. Genau, das hat tatsächlich relativ früh angefangen. Die History Edition hat das tatsächlich, eine der wenigen Sachen, die ich an der History Edition mag, die ganzen Sachen liegen offen rum. Aber auch, ich war auch so irgendwie mal indirekt in Kontakt gekommen mit ein paar Leuten, die zum Beispiel angefangen hatten, die Skripte von den ganzen Kampagnenkarten zu extrahieren. Ich fand das als Kind immer so komisch, wenn das Spiel sich so verhalten hat. Komplett entgegen der Regeln, die ich sonst kannte. Mhm. Da kam dann in einer Mission mal ein Schiff, wo der Gegner mal einen Nachschub bekommen hat. Und ich habe mich immer gewundert, wieso passen da so viele Leute drauf? Auf meine Fähren passen immer nur 15. Ja, und jetzt weiß ich das Schiff ist halt nur Alibi. Gemein. Und da habe ich, ja, da habe ich mich dann so ein bisschen reingefunden. Ich hatte auch mal am Rande so ein bisschen Kontakt, beziehungsweise ich habe es mal ein bisschen mitbekommen mit so DV-Karten. Hab dann auch da dann irgendwann halt geguckt und festgestellt, ja, da gibt's auch ein Skript und hab mich dann da reingefuchst, wie das funktioniert. Und was Dark Mirror angeht, das ist ja wirklich nur eine Kampagne, das ist ja keine Mod für sich alleine. Aber der MVP da war tatsächlich noch ein anderer Modder namens Muffin Mario, der hat den Editor verbessert, sodass man unter anderem auch die fertigen Karten öffnen konnte. Moment, ich muss das gerade wegklicken. Dass man die fertigen Karten aufmachen konnte. Deswegen konnte ich dann zum Beispiel die Kampagnenkarten halt auch direkt so nehmen. Ah, okay. Also wenn du gleich Dark Mirror 1 spielst, ist das die gleiche Map wie die zweite Mission aus der Kampagne. Okay. Aber halt mit dir in der Rolle des dunklen Volks. Verstehe. Das werden wir uns dann gleich mal anschauen und den Kontrast haben. Ich finde tatsächlich deinen Werdegang, ich sehe es auch gerade im Chat, den fühlen, glaube ich, sehr viele nach, als Kind die Kampagne nicht geschafft zu haben. Ich fand als Kind zum Beispiel schon die erste Asiatenmission von Siedler 3
tatsächlich anspruchsvoll, weil du musst ja richtig schnell nach links siedeln, bevor der dir das Eisen wegnimmt und dann rechts die Waffen finden und ich da irgendwie mit 9 so hoch. Und wenn man es natürlich weiß, ist es überhaupt nicht anspruchsvoll erstmal, aber ich habe auch, glaube ich... Ja, Asiatenzone 1 habe ich tatsächlich auch vor einer Weile gespielt und ich glaube, da musst du irgendwie dann den ersten Gegner sogar direkt am Anfang killen. Das hat mir der Chat dann auch geraten, genau, richtig rushen. Oh, ich sehe gerade, ich habe jetzt die 12 Vasen. Genau. Berge an Gold bekommen. Also das lohnt sich mit dem Gimmick. Das finde ich auch immer so cool. Das fand ich immer mal spannend. Deswegen hatte ich mich dann auch angefangen, mit den Skripten zu befassen, weil ich das immer spannend fand, wenn sie die Karten so ein bisschen was Eigenes an drin hatten. Ich meine, jetzt schon eine bessere Mini-Quest als das meiste, was das neue Siedler hatte, tatsächlich. Sad Noises. Ja, traurigerweise. Ich bin nicht so gut, was die optische Gestaltung von so Karten angeht. Aber deswegen habe ich mich dann zum Beispiel auch mehr so... ich habe von ein paar der ganz alten Einzelkarten habe ich zum Beispiel dann auch ein paar Remaster gemacht, wo ich dann versucht habe, da so ein bisschen entweder die ursprüngliche Version so ein bisschen zu erweitern oder einfach was komplett Neues reinzubringen. Ist auch sehr schön gemacht. Also die Map ist wirklich schön, finde ich, mit diesem Fluss hier und den glitzernden Felsen. Da merkt man, da hat sich jemand Mühe gegeben damals. Mhm. So, erstmal kurz Kaserne und dann, genau, und übrigens natürlich Leute, hier direkt Werbung, ne, den guten Mann findet ihr Ultimate Spin Dash auf YouTube und auf Twitch, können ja vielleicht die Mods mal kurz einen Link in den Chat ballern zu den beiden jeweils, also Shoutout an den Twitch-Kanal vielleicht und Link zum YouTube-Kanal. Und du musst mir noch erzählen, warum Ultimate Spin Dash, das ist der unsiedlerigste Name, den ich mir vorstellen kann, weil er impliziert schnelle Action, schnelle Reaktion. Und dann... Ja, das stimmt. Ich krieg das nicht mehr selber nicht mehr ganz zusammen. Aber es ist halt direkt auf Sonic Signature Move, den Spin Dash, bezogen. Das heißt, als du ursprünglich angefangen hast, hattest du ein gänzlich anderes Kanalkonzept, oder? Ich habe tatsächlich, wann habe ich angefangen? 2011, genau. 2011 habe ich angefangen, damals halt ganz klassisch mit Let's Plays. Ah, und damals noch nicht so auf Siedler fokussiert. Nee, ich glaube, Siedler habe ich ein, zweimal zwar auch gespielt, aber zu der Zeit war halt irgendwie... Ich habe Siedler immer wieder mal gespielt, aber ich kam halt mit den meisten Missionen einfach nicht klar. Aber es ist halt, ich war halt auch ein bisschen dumm. So von wegen ein Sägewerk als Wikinger oder irgendwie ein, zwei Steinmetze als Maya und dann wundert man sich, dass man die Siedlung nicht... Wir waren doch alle dumm damals. Jetzt sei mal nicht zu hart zu dir. Das, Ja, inzwischen sehe ich halt die ganzen Schwächen, die die KI hat und denke mir so, okay, das kann man natürlich schön ausnutzen. Ja, das... Beziehungsweise, gut, manche Karten sind halt auch trotzdem knapp bemessen, da muss man schon optimiert spielen, aber es ist halt schon sehr kartenabhängig. Ja, ich habe jetzt gestern... Das basiert natürlich darauf, dass die KI halt einen Vorsprung hat. Das stimmt. Ich habe jetzt gestern die erste Amazonen-Mission von Siedler 3 nochmal gemacht. Und die ist ja mal mega arschig, wie der Ägypter einfach oben, so tropfenförmige Map ist das ja... Und du hockst da unten auf dieser winzigen Landzunge und die KI fängt an mit dem ganzen Rest der Map, mehr oder weniger. Also so kann man natürlich auch einer mittelmäßigen KI einen Vorsprung geben. Vor allem S4, die KI hat ja auch noch ein paar Sachen verloren im Vergleich zur S3-KI. Ach echt? Ich glaube, die S3-KI besetzt, meine ich, zum Beispiel auch Türme. Das macht die S4-KI nicht. Stimmt, die hat sogar einen Glitch, womit das passieren kann, aber das war's. Ach, lustig. Deswegen, also ich finde es halt schade, dass die KI nicht zumindest die Türme besetzt, die sie erobert oder zurückerobert, weil wenn du halt einmal einen Turm erobert hast und die sich den zurückholt, ist er halt trotzdem nie wieder auf voller Stärke. Mhm. Weil die halt meistens keine Bogenschützen draufstellen. Was ist denn deine Meinung zu Siedler 3 versus Siedler 4? Weil meine ist ja tatsächlich so diese bisschen oberflächlich, dass ich als Kind immer die Völker cooler fand in Siedler 3. Und es deswegen lieber gespielt habe. Ich hätte jetzt gedacht, du bist hardcore im Siedler 4 Camp, aber hast jetzt vorhin auch gesagt, für jeden Schritt vorwärts einen zurück. Wie ist denn deine Einschätzung da zu diesen Spielen? Das ist ja so ein bisschen so ein kleines Meme in der Community, dass wenn du die ganzen Spielezeitschriften anguckst, dass Siedler 3 und Siedler 4 halt immer so auf einen Satz reduziert werden, von wegen, ja, Siedler 4 ist Siedler 3 in schön oder sowas.
Aber ich weiß gar nicht, wen du jetzt meinst, Spielezeitschriften und wer sowas mal vielleicht gesagt hat. Ich zeige jetzt auch nicht mit dem Finger auf irgendwen. Das wäre auch unhöflich, ne, wenn man sowas machen würde. Eben, also das wäre auch unfair. Also, ja, das haben Gachen genug. Das ist immer, wenn man nicht drin ist. Man muss halt auch ein bisschen drin sein, um sich dem bewusst zu sein. Aber zum Beispiel, was ich da hier als Neuerung her hatte, waren die Spezialeinheiten für die Völker, was ja auch an sich eine coole Idee war. Das stimmt. Dafür musste dann aber der Speerkämpfer dran glauben. Was nicht so cool ist, weil Siedler 4 hat leider echt nicht so eine große Einheitenvielfalt. Es hat immerhin mehr als Siedler 3. Das muss man eben tatsächlich ja zugute halten. Ja, gut, mit dem Hauptmann, der nicht funktioniert und halt, ja gut, Spezialeinheit. Ja. Ach, der funktioniert nicht? Ja, der funktioniert so halb, weil der ist ja an die Steuergruppe. Der gibt ja seinen Moralboost für die Einheiten, die in der gleichen Steuergruppe sind. Ach aber so. Dieser Moralboost wird nur auf Einheiten gegeben, die sich zu Zeitpunkt, wenn du die Gruppe erstellst, überhalb, oder, also oben oder links von dem, auf der gleichen Ebene von dem Hauptmann befinden. Und danach kriegt das keiner mehr. Das, und es killt halt komplett deine Einheitensteuerung, und wenn du es mit Bogenschützen funktioniert, der Hauptmann wird ja immer nach vorne laufen. Der wird dann natürlich abgeschossen, wenn da niemand ist, der auch das Feuer auf sich zieht. Das heißt, du kannst ihn eigentlich nur mit Nahkämpfern kombinieren. Ich glaube, es sind auch gerade im Chat, genau wie ich, so ein paar Leute, die als Kind halt guten Gewissens diesen Hauptmann gebaut haben und gedacht haben, der bringt schon was. Alle gerade sehr entsetzt. Was er hat, er hat ein bisschen höhere Stats als der L3 Schwertkämpfer und hat halt als einziger Siedler Rüstung. Das macht ihn halt ein bisschen effektiv gegen Bogenschützen. Das war es aber leider auch. Also das konnte ich selbst mit dem Balance Overhaul nicht retten. Ja, dann werde ich den jetzt... Das war, was zum Beispiel Siedler 4 auch hat. Siedler 4 hat das ja geändert, dass man Gold für die Rekrutierung verwendet. Was ich an sich besser finde, aber es hat leider den Nachteil, dass L2-Soldaten eigentlich komplett überflüssig sind. Weil sobald du die machen kannst, kannst du auch L3er machen. Und in Siedler 3 hast du das mit der göttlichen Aufwertung gehabt. Du musstest dich durch die L2er durcharbeiten und dann hast du dich auf L3 hochgearbeitet. Das heißt, du hattest wenigstens so eine Progression und es gab eine Phase im Spiel, wo du halt echt L2er auch genutzt hast. Das stimmt. Ja, dann haben die Spielejournalisten ja doch recht, wenn sie sagen, dass offensichtlich Siedler 4 großer Quatsch war und keine der Verbesserungen funktioniert. Wir haben es hier von der Quelle, Leute. Da hast du dich jetzt selber reingeritten. Das tut mir ein bisschen leid, aber... Ganz klar. Ja, auf der anderen Seite ein paar Sachen finde ich da doch schon besser. Also ich finde zum Beispiel das Kampfkraftsystem. Siedler 3 ignoriert ja den Wert deiner Siedlung komplett. Es guckt ja nur darauf, hast du Gold und wenn du Ägypter spielst, noch ob du Edelsteine hast. Das fand ich zum Beispiel nicht so schon ein bisschen weird, dass wenn du Edelsteine von als Asiate oder als Römer eroberst, dass das deine Siedler einfach gar nicht juckt. Ich finde es auch nicht so cool, dass die Sachen einfach nur in der Ecke irgendwo liegen. Das stimmt. Und wobei es ein paar coole Plays hat, wenn du dann Pioniere benutzt, deinen Verbündeten, das Gold zu geben, damit die halt volle Kampfkraft haben im Angriff. Was ich bei Siedler 3 auch besser fand, ist, dass die Kampfkraft theoretisch unbegrenzt alliert. Dafür hatte dann Siedler 4 die defensive Kampfkraft ja nochmal gesondert eingeführt, die dann ja auch nochmal ein bisschen mitskaliert. Und die Zielobjekte sind, finde ich, halt auch nochmal eine coole Art. Und ich finde, man hätte es auch hinkriegen können, dass man die auch vielleicht, also da hatte ich da zum Beispiel jetzt vor einer Weile den Gedanken, wenn Pioniere sind im Siedler 4 echt genervt, weil sie sind teurer, sie sind langsamer und sie zerstören keine Gebäude. Aber wenn sie Gebäude erobern könnten, oder zumindest die Zielobjekte, die ja mit nichts anderem interagieren, wo auch kein technisches Problem entstehen sollte, wenn dann irgendwie Siedler Animationen anspielen müssten, die nicht für sie gemacht sind, hätte man zum Beispiel auch dieses Element wieder drin gehabt. Stimmt. Ja, so Command & Conquer-mäßig auch, ne? Ingenieure, Gebäude erobern und so. Genau, du hast doch gerade gesagt, Ingenieure. Ja, die neuen Ingenieure sind... Ja, ich bin immer noch so auf das neue Siedler geprimed, das, Hast du es also durchgespielt? Willst du nicht auch dafür Lösungen machen, für die Kampagne? Oh nein. Lauf mit den ersten Soldaten da rein oder so, keine Ahnung. Das war ja musst du nicht der Siedler-Community dienen und ihr den Content bringen, den sie von dir erwartet? Ich glaube, den Content erwartet sie nicht von mir. Ja, dann müsste ich wieder mal ein bisschen Siedler 3. Siedler 3, muss ich auch sagen, fand ich echt, also inzwischen geht es, aber ich fand Siedler 3 auch immer schwer reinzukommen, weil dann doch so Komfort-Features, also auch hier jetzt links das hat.
das hat in Siedler 4, finde ich, einfach viel mehr Informationen auf den ersten Blick. Das muss ich dir jetzt tatsächlich sogar geben, dass das jetzt, wo ich sie gerade so wieder im direkten Vergleich nacheinander gespielt habe und ohne so die kindheitsrosa Brille, merke ich auch so, fuck, das ist halt schon echt viel besser. Dass du da unten hier immer deine Grundressourcen alle siehst, dass du die Baukosten beim Bauen siehst und solche Sachen, dammit. Das vermisst man in Siedler 3 dann sehr, wenn man wieder zurückgeht. Ja. Wegen der Ingenieure, da ist halt echt das Problem, dass sie halt 4 Einheiten kombiniert haben, von denen 2 angreifbar sind und 2 bewusst nicht. Mhm. Und ich sag mal so, die Ingenieure, ich finde, die könnten als Einheit als Besatzung für Gründungskarren, die halt aber wirklich auch mehrere Werkzeuge braucht und dementsprechend teuer ist, könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass die funktioniert, aber halt nicht für das reguläre Siedlungsbauen. Weil die dafür einfach auch überteuert wäre, wenn man wirklich alle ihre Zwecke abdecken wollte. Weil die bräuchten ja mindestens eine Schaufel, einen Hammer und eigentlich sogar noch eine Spitzhacke. Ja, und auch wie sie haben ja am Anfang überhaupt nicht das Problem bedacht, dass du ohne diese Einheit, die halt angreifbar ist, komplett handlungsunfähig bist und am Anfang ja auch Eisen brauchtest, um neue Ingenieure zu bauen, weil die Werkzeuge kosten. Und deswegen war die beste Strategie in der Closed Beta. Ich habe damals jemanden direkt im ersten Match jemanden besiegt, nach 5 Minuten, weil ich einfach mich dahingestellt habe, wo ich wusste, dass sein Erzfeld ist, weil du das ja weißt vorher, und als seine Ingenieure zum Claimen kamen, die alle weggemacht haben. Und dann hatte ich nach 5 Minuten diese Siedlerpartie gewonnen und war offensichtlich der bessere Siedler, weil er nicht mehr siedeln konnte und ich schon. Und jetzt haben sie es halt dann so gemacht, dass es nur noch Steinwerkzeuge gibt als Lösung. Was ja auch irgendwie eine Siedlung sehr primitiv anmuten lässt, wenn wir die Kunst so, des Eisenwerkzeugs kennen. Wenn sie die Trennung beibehalten hätten von den Werkzeugen. Für manche Werkzeuge würde das sogar passen, wenn du die aus Stein machen kannst. Also Hämmer zumindest zum Beispiel. Aber da sie ja Universalwerkzeuge haben. Leider, wie gesagt, alles immer nicht so. Manchmal sogar gar nicht so blöde Gedanken, aber selten zu Ende gedacht, war, finde ich, so ja das Grundproblem dieses neuen Spiels. Und das ist halt schade, weil. Ja, also ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, so, es bräuchte bei dem neuen gar nicht mal mehr so viel, um zumindest irgendwie noch ein ganz nettes Siedler draus zu machen. Aber ich merke jetzt durch die alten Spiele wieder so hart, dass einfach hier verfliegt die Zeit. Und beim neuen Siedler wünschst du dir, dass die Zeit schneller vergeht. Das ist so ein, also so ein fundamentaler Unterschied. Definitiv. Das ist halt, ja. Es gab ja auch ein paar Gebäude, wo früher eine Verbindung bestand, die sie einfach gekappt haben. So hier die Tierzucht und die Getreidefarm. Das ist jetzt wieder. Das haben sie tatsächlich nach Beta-Feedback wieder geändert. Genau. Du brauchst immerhin wieder Getreide. Immerhin. Oder ja, dafür gab es dann den Förster, wo ich mich jetzt immer noch frage, Moment, wir haben nachwachsenden Wald, was will ich mit dem Förster? Ich glaube, daran bin ich schuld. Ich habe den Förster so einem Meme gemacht. Aber das beste Meme. Das ist so geil. Mich hat ein echter Förster angeschrieben auf Twitter, der gesagt hat, er freut sich voll über die Repräsentation seiner Berufsgruppe und wünscht sich ein Förster-Achievement in Pioneers of Pagonia. Und ich habe das Volker Wertig direkt weitergeleitet. Also, der weiß Bescheid. Wenn er jetzt diese Forderung nicht erfüllt, ist das eindeutig seine Schuld. Aber er ist informiert über seine Pflichten in diesem Fall. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also, ich werde drauf gucken. Ja, ja. Was hältst du von Pioneers bislang? Also, man hat ja noch kein Gameplay gesehen, aber was ist so dein Eindruck? Ich habe mich tatsächlich noch gar nicht so groß dazu geäußert. Ich glaube, dass das ein Spiel sein wird, das sehr viele Leute sehr glücklich machen wird. Also ich glaube gerade die Siedler 1, 2 Leute, aber ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass auch die Siedler 7 Leute sich da vielleicht wiederfinden. Bei Siedler 6 weiß ich es tatsächlich nicht, da bin ich nicht so drin. Niemand ist in Siedler 6 drin. Ich glaube, Siedler 6 wurde von Siedler 5 ermordet. Geht's dir auch so? Ich habe damals nach Siedler 5 ich hab so Siedler raus, 6 nur ein oder zweimal gespielt. Genau. Ich habe direkt gemerkt, okay, viele von den Assets kommen mir ein bisschen bekannt vor, wären die aus Siedler 5 und dann halt nochmal ein bisschen überarbeitet, was ja nicht grundsätzlich jetzt nicht schlimm ist. Das Setting war ungefähr gleich. Aber ich hatte irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, keine der Warenkette war länger als 2 Schritte und ich. Das mit den Ländereien war dann wieder so. Das ging her, finde ich, mehr in Richtung Stronghold. Und was ich total schlimm fand,
waren diese Heldencharaktere, die du da hast, die dich dann die ganze Zeit zugetextet haben. Und ja, befördere mich doch bitte. Vor allem alle, also zumindest die drei, vier, die ich kennenlernen durfte in der kurzen Zeit, auch irgendwie alle mit der exakt gleichen Persönlichkeit und gepasst den gleichen Dialogzeilen, dass auch nichts durchkam von wegen, der ist vielleicht ein bisschen shady oder so. Das fand ich direkt total nervig. Also ich habe nichts gegen Heldeneinheiten, gerade wenn man dann auch die Geschichte über ein bisschen mehr als nur die Missionsbeschreibung erzählen will. Aber wenn es kein Charakter mit Namen ist, sollten die Siedler, finde ich, eher über Gestik und Mimik sich ausdrücken, was ja auch in den alten Teilen, die haben damit so viel Persönlichkeit ausgedrückt. Das ist, finde ich, jetzt verloren gegangen so ein bisschen. Mhm. So, das hat mich auch, also in der Beta schon geschätzt, wie sie sich ständig beschwert haben, dass das jetzt so schwer ist. Und ich habe so, ja, hör auf zu heulen. Also das neue Siedler, es wird echt viel rumgeheult. Auch immer, wenn jemand verletzt ist, du klickst eine Gruppe von 50 Leuten an, wo einer 90% HP hat. Oh Gott, ich bin am Sterben. Wo ist die Druidin? Oh Gott, mir geht's echt nicht gut. Das war... Das habe ich ein bisschen rausgehört. Das war ehrlich irritierend. Das war... Und in der Kampagne, in der Story auch... Ich meine, lustigerweise, jetzt, wo ich sie alle nochmal spiele, fällt mir auf, du warst in jedem Siedler eigentlich ein ziemlich verwerflicher Imperialist. Die sehen so knuffig aus, deswegen haben wir das aus Kindheitstagen nicht so im Kopf. Aber was du da gemacht hast, war meistens moralisch nicht einwandfrei. Vor allem Siedler 2. Ja, da drüben sind die Nubier. Die sind aggressiv und die haben Gold. Deswegen müssen wir jetzt darüber gehen und sie alle auslöschen. So. Das, was sagst du zur Moral und Ethik von die Siedler? Gut, also jetzt im Neuen soll das ja richtig schlimm sein. Vor allem, weil die Gegner halt auch wirklich einfach, es sind ja wirklich, also Banditen, die haben ja, glaube ich, wirklich... Gibt's einen Charakter, der dir repräsentiert? Ja, du siehst ihn zweimal. Einmal mitten, also einmal kurz am Anfang, wo dann dein Charakter mit ihr diplomatisiert. Also sie kommt allein, unbewaffnet in unser Lager und wir reden mit ihr und nehmen sie nicht gefangen. Und dann ganz am Ende, nachdem wir ihr Volk 100-mal abgeschlachtet haben, schließen wir Frieden, weil sich rausstellt, sie war immer die Schwester von einer von unseren Hauptfiguren. Und das hat die uns auch nie gesagt. Yikes. Ja. Aber gut, jemanden gefangen zu nehmen, der zu diplomatischen Unterredungen kommt, ist halt auch ein Kriegsverbrechen. Das kann man doch nicht machen. Nee, vor allem jetzt nicht... Jetzt machen wir noch ein bisschen Genozid. Vor allem nicht gegen schäbige Banditen. Also da muss man ja wirklich aufpassen... Bin ich ganz bei dir. Bin ich ganz bei dir. Finde ich gut, dass wir uns da einig sind. Ich glaube, das hat Siedler 3 ein bisschen umschifft, weil du dir ja aussuchen konntest, welches Volk du spielen wolltest. Und es war eigentlich kein Volk, das jetzt da jetzt klar der Böse war. Das war halt immer sehr Ansichtssache. Bei Siedler 3, hat ja du warst ja Opfer der Umstände. Also alle drei wurden ja reinrekrutiert. Aber das, was da passiert ist, fand ich nur, ne, es wird so nett durch dieses Comic-Intro dargestellt, aber eigentlich ist es so, der Gott des Alten Testaments ist ein bisschen angepisst und hetzt die anderen drei Völker in einen brutalen Genozidkrieg gegeneinander, bis nur noch einer steht, ohne wirklichen Grund eigentlich. Außer, dass die anderen Götter mal wieder zeigen sollen, dass sie was drauf haben. Naja, das passt nicht so wirklich zur Charakterisierung von Gott aus der Bibel, aber sein Grund ist ja, dass er Monotheismus verhindern will, deswegen sehe ich ihn auch jetzt nicht als Gegenstück zum christlichen Gott oder sowas. Stimmt, das stimmt. Ich habe ihn als Kind tatsächlich immer so wahrgenommen, dass der das sein soll. Ja, das hatte ich, glaube ich, irgendwie auch mal irgendwie, aber das ist mir inzwischen nicht klar geworden, Moment, das passt überhaupt nicht. Ist auch besser so. Also ich glaube tatsächlich, dass... kein Volk, wo eine abrahamitische Religion sich dominant war. Ich meine, gut, spätrömisches Reich war zwar auch christlich, aber ne, dass sich gut für einen Siedler im Stil von Siedler 3 oder 4 eignen würde. Mhm. Weil das einfach nicht kompatibel ist, wenn du dann halt noch die ganzen anderen Pantheone drin hast. Stimmt. So bei polytheistischen Religionen ist halt irgendwie immer noch Platz, dass es noch andere Götter gibt, aber bei monotheistischen ist das halt. Das passt halt überhaupt nicht ins Weltbild. Stimmt. Und ich glaube, die hat ja dann das dunkle Volk so ein bisschen als Bösewicht. Da war halt Morbus halt sehr schwach als Antagonist. Aber er war immerhin lustig. Er war immerhin lustig, wenn auch nicht sehr bedrohlich. Aber dafür war sein Volk. Ich finde, dass die Idee vom dunklen Volk war ein Geniestreich. Also allein schon, dass du ein Volk hast, was halt nicht nur. Das halt auch auf die
etablierten Regeln des Krieges nicht so viel gibt. Es versklavt deine Leute, es ignoriert Grenzen und es zerstört das Land, auf dem du lebst. Stimmt. Das war eigentlich, finde ich, die perfekte Antithese zu dem, was du eigentlich machst. Vor allem, was für ein guter Gegenspieler für ein Siedlerspiel konkret, ne? Wo Bauplatz ja alles ist. Und dann kommt ein Feind, der dir den Bauplatz und das fruchtbare Ackerland nimmt. Ja, vor allem ist es halt auch so ein bisschen die Ironie, dass das Dunkle Volk eigentlich ein reines Militärvolk ist, aber du kannst es nicht allein mit Waffengewalt bezwingen. Hier haben wir es jetzt übrigens auch. Ne? Ich gehe nur zu den Maya, die offensichtlich schuld an all dem hier sein müssen. Und du musst aber auch bald mit Angriffen rechnen. Ja. Und du hast 79% Kampfkraft, wie ich sehe. Also den großen Turm würde ich zumindest mal besetzen und die kleinen abreißen. Ja, oder sollten wir noch mehr Kampfkraft irgendwie herkriegen? Ich habe ja kein Gold, ne? Oder in der Mission. Doch, Gold müsstest du eigentlich... kann sein, dass im Süden war, glaube ich, noch ein Berg irgendwo. Wir können ja mal ein bisschen noch expandieren. Gucken, ob wir was finden. Wie es auch gerade im Chat, ein Kriegsverbrechen kann man nur gegen eine Kriegspartei begehen. Wenn ich diese Nation oder das Volk nicht als souveräne Nation anerkenne, ist das kein Kriegsverbrechen. Die Banditen haben wir nie als souveräne Nation anerkannt, deswegen hast du absolut Mensch, recht. Mensch, so einfach ist das. So einfach ist das. So einfach, ja. Das gefiel mir aber auch an der Struktur von der Dunklen Volk-Kampagne tatsächlich. Du wirst halt wirklich schrittweise rangeführt. Die erste Mission hat ja das Dunkle Volk an sich noch gar nicht drin. Deshalb fängt Dark Mirror auch mit der zweiten Mission an. Aber du hast halt erstmal das Dunkle Land. Und dann kommt das Dunkle Volk, aber es kriegt noch nicht alle seine Fähigkeiten. Und das kommt dann halt alles schrittweise rein. Das finde ich eigentlich so vom Design her ganz cool. Stimmt. Ich fand nur damals schon, fand ich es halt total schade, dass man es nicht selbst spielen konnte. Also das ist ja auch so ein offensichtliches Add-on-Ding, ne? Ja, das verstehe ich bis heute nicht. Dass sie die Trojaner gemacht haben stattdessen. Gerechtfertigt hat. Aber müsste, ich finde als Spielerfolg, also das ist halt mit dem, was im Moment möglich ist, ist es tatsächlich cool, das mal zu machen. Mhm. Also ich hätte auch, wenn das mit dem Plugin nochmal weitergeht, würde ich mich auch daran versuchen, das einigermaßen mit dem Ultimate Balance Overhaul so in Einklang zu bringen, dass man es zumindest gelegentlich mal im Multiplayer spielen kann und das nicht völlig unbalanced ist. Aber es hat leider auch einfach zu wenig Spielmechanik, es ist einfach alles noch zu rudimentär. Also es ist halt wirklich darauf gedacht, dass die KI das alles steuert, deswegen halt keine eigene Benutzeroberfläche. Du kannst Mana produzieren, das funktioniert, weil halt die Soldatenrekrutierung abgewickelt wird. Den Rest musste man halt wirklich reinskripten und damit irgendwie imitieren. Mega schade. Also, ja. Aber ich glaube übrigens, ja. Du kannst, wenn du magst, wir hatten ursprünglich das für das Ende des Streams angedacht, aber nachdem sich jetzt alles hier sehr verzögert, schon mal das Projekt vorstellen, das du heute mal ein wenig trommeln wolltest, wenn du magst. Wir können es auch am Ende auch nochmal erwähnen. Aber eigentlich dachte ich, wir wären jetzt schon in der Dunkelvoll-Kampagne. Nicht, dass ich hier deine Zeit komplett verschwende. Ja, alles gut. Mach dir da keine Gedanken. Ja, nochmal kurz Dunkles Volk, das... Da sind schon ein paar wilde Ideen zustande gekommen, was man alles hätte machen können, um das auch so ein bisschen deren Worldbuilding noch aufzugreifen und zu erweitern. Das ist natürlich da, beim Dunklen Volk müsste man im Prinzip komplett von vorne anfangen, weil ja nichts Etabliertes da ist. Oder sehr wenig Etabliertes da ist. Was nicht schade ist. Ja, definitiv. Also das ist. Vor allem, die Sachen waren ja schon drin, das hätte man nur zu Ende machen müssen. Und dann hätte es vielleicht auch ein Volk gegeben, das ein niederträchtiger Sack wie ich tatsächlich mal gerne spielt in Siedler 4. Weil. Ich weiß nicht. Ja, die Rolle haben so ein bisschen die Mayas tatsächlich in S4 abbekommen. Aber so die Mayas sind. Halt, die sind halt nicht so cool. Die Mayas sind halt für uns die ja saucool, aber wenn irgendein Volk Scheiße am Bauen ist, sind das eigentlich fast immer die Mayas. Das ist leider irgendwie immer so. Also, ihnen wurde auch hier ja direkt die Schuld gegeben, ne? Ja, wobei, wie gesagt, in dem Fall war es nicht so abwegig, wenn sie mit Schwefel experimentieren. Es ist schon richtig. Ne, ich finde auch, also wir Römer, uns kann niemand was vorwerfen, dass wir diese Annahme von unserem schurkischen Feind gemacht haben. Eindeutig.
ich sehe gerade deine eine Getreidefarm. Hast du da deinen Arbeitsbereich platziert oder ist die voll? Moment. Lass mal sehen. Das ist eine gute Frage. Warum? Der sollte hier arbeiten. Der hat auch vorher gearbeitet. Okay. Warum jetzt nicht? Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert. Der Bauer priorisiert natürlich das Ernten über das Säen. Und da ganz am Rand kriegt er das Feld vom anderen mit. Ah! Das heißt, er erntet da mit. Dann geh hier hin, Junge. Was? Ja, stimmt, du hast recht. Oder er sät auch beim anderen. Muss ich dort wegsetzen. Ja, also so nah dran ist eigentlich okay. Ich würde halt eher dann den unteren ein bisschen weiter nach links setzen. Oder so. Ich mein, das war ja mein erstes Video zu den Mechaniken, tatsächlich? Weil ich wissen wollte, wie was man da am besten macht, weil ich habe tatsächlich immer das ewig weit weggesetzt und dann wollte ich wissen, ist das überhaupt so gut? Es ist ja auch, finde ich, der ewige Kampf des Siedlerspielers. Es ist immer dieses Einschätzen, wo, also gerade wenn du halt neu bist, wie viel Platz muss ich einkalkulieren, wo kann er noch gut aussäen und so. Aber das ist mir neu. Ich meine, der Typ hat das Leben halt ein bisschen durchschaut. Ne, warum selbst säen, wenn doch der Nachbar gutes Saatgut hat und ich da einfach ein bisschen hingehen könnte und mir seine Ernte klauen könnte? Das ist maximaler Profit bei wenig Aufwand. Ist doch alles super. Ja, aber ich habe auch schon die KI-wilde Sachen mit komisch platzierten Farben halt machen sie, wobei das teilweise auch vorplatzierte Farmen waren. Ja, also ich will festhalten, meine Farm war nicht schlecht platziert, der Typ hat einfach die Arbeitsanweisung nicht verstanden. Das, So, jetzt lädt er auch. Ja, jetzt hat er, ich glaube, er ist gerade richtig frustriert. Ne, der ist auch gerade, glaube ich, sauer auf dich, dass du ihm so sein feines Leben kaputt gemacht hast und mich darauf hingewiesen hast. Wie beschrieben, schreibt der Chat. Ja, genau. Wer sät schon selbst, wenn er beim Nachbarn ernten kann? Richtig. So, Leute, hol ich mal dieses Granit hier bitte noch. Das ist auch so ein Ding. Siedler 3 hat keine Granitfelder. Und der Steinfluch liegt beim Holzvolk. Stimmt, ja. Jetzt, wo du das so sagst, verdammt, was schaffst du recht. Ich glaube, ich verstehe, was sie vorhatten, aber das ist schon ein bisschen komisch. Es ist etwas sonderbar. Das ist absolut richtig. So, Leute. Gibt es hier eigentlich auch Autorekrutierung mit Settlers United? Ja. Ah ja, gibt es sowieso. Vorher. Ah ja, klar. Aber. Muss es halt einstellen mit dem. Stimmt, bei Siedler 3 musste man das neu reinmodden, ne? Da war das ursprünglich nicht drin, oder? Ich glaube, Autorekrutierung gab es, aber du konntest, glaube ich, nicht irgendwie sagen, mach jetzt mal 5 von denen. Ah, okay, so rum. So, wir brauchen gerade nur noch ein neues Wohnhaus, dass wir überhaupt genügend Leute haben zum Rekrutieren. Denn genau der Stein ist es, was uns zur Neige geht. Genau, ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob du mit dem Balance Overhaul spielst. Wenn ja, dann geben die Großen tatsächlich 60 Siedler, aber die Großen sind tatsächlich trotzdem immer noch eine Noob-Trap, weil die halt ewig brauchen, um fertig zu werden. Ich habe den Standard von Settlers United tatsächlich, also... Ja, dann könntest du tatsächlich sogar schon mit dem Balance Overhaul spielen. So, die schaffen das. Ach, hier sind die eine Noob-Trap. In Siedler 3 waren die ja gut. Ja, da haben die auch 100 Siedler gegeben. Das Problem ist, dass die großen Wohnhäuser halt von ihren Rohstoffen immer mehr als 8 brauchen. Das heißt, es muss zwangsläufig zweimal angeliefert werden. Und das heißt, es steht fast immer eine Pause. Die kleinen Wohnhäuser haben wir tatsächlich ein bisschen geändert. Die geben ihre Siedler ein bisschen schneller. Das ist halt ganz gut, wenn man akut Siedler braucht. Mhm. Ja, das lässt sich, ne? Ich sehe das gerade im Stream. So, aber jetzt, wo wir Leute haben, können wir hier endlos Truppen spammen. Wir bauen eine Steinmine da oben und dann... So, wir können doch sicher noch mehr Sachen machen, um hier den Maya Stress zu machen. Mal ganz kurz einen Schluck. Nur noch hier kein weiteres Minenfeld gefunden, wo Gold drin sein könnte. Ja, vielleicht mal einen Dieb runterschicken, die haben ja den schönen großen Sichtradius. Das stimmt. Muss mal schauen. Das sind auch so Sachen, die halt das Spiel dir nur irgendwann mal einen Halbsatz sagt. Dafür war ich als Kind zu blöd, die Diebe gut zu benutzen. Das habe ich nie gemacht. Im Singleplayer kannst du sie eigentlich auch nicht für ihren ursprünglichen Zweck benutzen.
Weil die haben zwar eine Tarnfähigkeit, dass die für andere Spieler halt aussehen, entweder wie Pioniere, wenn sie außerhalb von Land sind, oder wie Träger, wenn sie innerhalb von einem Land sind. Aber die KI wird, oder deren Schwertkämpfer zumindest, wird magnetisch von allen Spezialisten angezogen. Das kannst du unter bestimmten Umständen ausnutzen, aber das heißt halt auch, dass du halt nicht groß klauen kannst bei der KI. Das heißt, ich habe unwissentlich sogar alles richtig gemacht. Du hast alles, also der Fehler lag sehr wahrscheinlich nicht bei dir. Ja, sehr gut. Das ist sowieso mein Leitsatz, finde ich gut. Ich glaube, das geht höchstens, wenn da natürlich Waren halt ganz nah an der Grenze liegen oder sowas, aber wenn du halt längerfristig durch Gebiet durch musst, dann wirst du gejagt. Was man dann, wie du ja sagst, wahrscheinlich natürlich nutzen kann, um Leute, um halt die KI ihre Soldaten wegzulocken. Ne? Da ist dann wieder praktisch. Das kannst du auf manchen Karten richtig massiv ausnutzen. Vor allem, wenn du halt irgendwie so ein kleines Stück Land hast, von wem das irgendwie über Wasser ragt oder so, und da deine Liebe reinstellst, aber dann die Gegner einen Umweg durch deine Türme gehen müssen. Und die da schön einzeln durchlaufen. Ja, sehr schön. Ist doch genau die Art Schäbigkeit, die wir hier mögen. Sehe ich es eigentlich richtig, dass ich hier nirgends wirklich einen ausreichend hohen Hügel habe, um einen Winzer zu benutzen? Ja, das ist immer ein bisschen sketchy, aber du kannst, glaube ich, gucken, wenn du mal irgendwie ein großes Gebäude auswählst, wie im Tempel oder so. Ich glaube, da, wo halt vor allem, wo das Terrain nicht so gut ist, so rot-gelb, da müsste es eigentlich gehen. Hier zum Beispiel. Und hier. Ja, das sieht doch okay aus. Wir probieren's. Ich glaube, wir haben den tatsächlich auch den Radius von dem Winzer ein bisschen größer gemacht, dass der ein bisschen flexibler sucht. Aber ich finde das immer noch, also ich meine, manche Sachen hast du halt, hast immer das Gefühl, so okay, weiß nicht, ob das jetzt noch schon passt, aber allein, dass dieses uralte Spiel die Mechanik hatte, ein Winzer braucht wirklich Weinberge. Ich würde deine Soldaten vielleicht lieber beim Turm sammeln, weil da werden die Leute hingehen. Das stimmt. Wir können auch mal ein bisschen. Wenn du die kleinen Türme behältst, dann weißt du halt nicht, wo die KI angreift und dann musst dich da total verteilen. Das ist halt das Problem. Ja, ich finde, der 2 hatte das Problem, dass du halt bei längeren Eroberungszügen, da musstest du immer ewig warten, bis deine Soldaten nachgerückt sind und dann wieder in die alten Gebäude rein und die neuen nach. Dann musstest du noch Straßen neu ziehen. So, das wurde ein bisschen entschärft dadurch, dass du halt wirklich nur das Portal erreichen musstest, aber. Ja, das war halt auch mal gezielt zum Feind expandieren. Siedler 3 und 4 hatten halt das Problem, dass du eigentlich deine Türme nicht behalten willst. Mhm. Weil du kriegst ja halt deine Rohstoffe zur Hälfte wieder, also 40%, und jeder Turm, den du hast, ist ein Angriffspunkt. Das heißt, du willst eigentlich Türme wirklich da, wo du es halt gut verteidigen kannst, oder halt da, wo Grenzkontakt hergestellt werden könnte, dass dir keiner reinsiedelt. Das ist auf jeden Fall auch ein Ding, was Nachfolger auf jeden Fall hätte lösen müssen. Ja, Nachfolger haben sich entschieden, das Problem zu lösen, indem man die ganze Mechanik kickt. Kann man ja auch mal machen. Ja, oder indem man die Türme einfach im Alleingang komplette Armeen killen lässt. Ja, stimmt. Aber gleichzeitig sind sie nicht mehr wirklich notwendig für Gebietserweiterung. Also irgendwie an beiden Fronten ist Scheiße gemacht. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ja, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, was da alles schiefgelaufen sein muss. Ich meine, man hört ja, glaube ich, so ein bisschen, dass Ubisoft auch so ein bisschen ein Problem mit Vetternwirtschaft oder so haben soll, aber das ist natürlich auch. Ja, da muss man auf gucken. Ich glaube, das war tatsächlich so auf einem höheren Level. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt. Ich glaube, die Leute, die also. Für die, man sieht ja zum Beispiel, dass Siedler und Anno, die tauchen in diesen Ubisoft-Geschäftsberichten überhaupt nicht auf. Die werden auch da. Nicht? Nee, wirklich, also wenn da auch erwähnt wird, wir haben tolle Franchises und dieses hier ein gutes Service-Game und so. Ich dachte mir, ihr habt doch. Anno 1800 ist doch ein super Service-Game, das ihr habt. Hat irgendwie 4 Seasons. Siedler oder wird so. Sich auch dafür anbieten. Auch ein Siedler im Stil von 3 und 4 wird sich dafür anbieten. Das passt perfekt in dieses Live-Service-Schema, was die so gerne lieben. Ja, aber ist tatsächlich, wird nicht wirklich aufgeführt in. Also ich habe jetzt nicht alle Geschäftsberichte gelesen, aber der letzte, wo es sehr darum geht, dass Ubisoft Erwartungen zurückschrauben muss und sowas. Wenn Anno 1800 relevant wäre, wirklich für die Firma, wäre das der perfekte Zeitpunkt gewesen, das Spiel mal zu erwähnen. Und zu sagen, guck mal, wir haben doch hier ein super erfolgreiches Service-Modell. Aber es ist tatsächlich überhaupt nicht erwähnt worden.
Na gut, und die Franchises, wo sie sich dran klammern, die haben halt auch ihren Zenit inzwischen überschritten, beziehungsweise sind halt. Die waren natürlich mal revolutionär, aber jetzt sind sie halt irgendwie alle so einheitlich und folgen alle einer Formel. Mhm. Tolle Franchises, Assassin's Creed und wird im Chat geschrieben. Ja, also Far Cry ist ja auch noch erfolgreich, wenn auch, glaube ich. Man muss da immer, glaube ich, unterscheiden zwischen Leuten, die im Internet sich drüber aufregen, aber die nicht unbedingt den Gamer von der Straße, in Anführungszeichen, repräsentieren, der immer noch Bock hat auf ein neues Far Cry und das auch wieder kauft und spielt. Sag ich auch nicht so gerne, aber wenn ich bedenke, Far Cry 3 hatte ich damals immer mitbekommen, wie da die Reaktion war, und ich glaube, jetzt sind sie bei 6. Mhm. Und das ist nicht halb so viel. Ja, also man hat halt das alles schon mal irgendwie gesehen. Wenn man Glück hat, hast du halt einen halbwegs schön geschriebenen Bösewicht. Das ist ja das Markenzeichen der Serie geworden, lustigerweise, ja. Nach Wars, dass sie immer versucht haben, einen fetten Bösewicht zu machen. So, wir brauchen eine Spitzhacke und mehr Leute, wie ich gerade merke. Vielleicht doch mal die Autorekrutierung wieder aus. Jetzt gerade für den Moment, dass wir das Wohnhaus hier haben. So, wir haben doch jetzt hier Diebe gemacht. Wo sind die? Ja, hier, komm. Geh mal scouten. Finde das Gold. Das muss doch ein Dieb hinkriegen. Lass dich von deiner Diebesnase zum Gold führen. Es wird geschrieben, die Siedler 4 ist nach Adam Riese schon das Beste, Siedler 3 aber das Legendärste. Eine interessante Aussage, was würdest du dazu sagen? Also finde ich nicht unrecht. Siedler 3 ist, glaube ich, wenn, ich glaube, dann die Leute Siedler tatsächlich dann noch ein bisschen eher als Siedler 4. Mhm. Aber wenn die Leute Siedler denken... Das weiß ich, kann ich euch so gar nicht so gut sagen. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen das Phänomen, ne, wenn die Leute Siedler denken, dann denken die Leute Siedler 2 oder Siedler 3. Mhm. So wie du, wenn du die normale Leute bei Star Trek fragst, dann denken die halt Kirk, Spock oder Picard, Data, aber der Rest wird schon wieder schwierig. Mhm. Wenn man einfach nicht so drin ist. Stimmt. So, ich brauche noch keine freien Siedler. Mach das Wohnhaus, Leute. Die alten Siedler gibt es leider nicht auf Steam. Hm? Die alten Siedler, weil jemand gerade fragt, die alten Siedler gibt es nicht auf Steam. Nee, witzigerweise, es gibt... Aber für S4 würde ich tatsächlich auch inzwischen, also da war ich halt vorher ganz anders, aber inzwischen würde ich seit das United auch nur noch die History Edition empfehlen. Wir haben auch irgendwie täglich jemanden, der dann fragt, ja, meine Installation wird nicht erkannt. Ja, der hat dann die GOG-Version oder die Gold Edition gehabt. Das geht aber leider nicht aus technischen Gründen. Ja. Also Siedler 3 ist es ja egal. Es gibt witzigerweise nur die mittleren Siedler auf Steam. Ne? Es gibt das Neue nicht und es gibt die alten nicht. Aber Siedler 7 zum Beispiel gibt's. Ich weiß nicht, ob Siedler 5 und 6 auf Steam sind auswendig. Ich erinnere mich dunkel, dass da mal was war, ja. Ich glaube, die sind irgendwann mal drüber gekommen, als dann Ubisoft wieder angefangen hat, seine Spiele doch auf Steam zu packen. Aber es ist so komisch. Es gibt dann zum Beispiel Next Generation Siedler 2 gibt es auf GOG, aber Aufbruch der Kulturen wiederum nicht und so. Also es ist total sonderbar. Siedler 2 nächste Generation, vor allem brauchst du halt immer noch einen Deutsch-Patch. Das hatte ich, da bin ich der Tage tatsächlich, war ich total überrascht. Ich habe ein längeres Video zu einem älteren Spiel gemacht. Das habe ich mir dann auch auf GOG geholt. Das hatte seine deutsche Sprachversion drin. Ich verstehe nicht, wie so ein Spiel, das ursprünglich aus Deutschland kommt, nur auf Englisch auf GOG verfügbar ist. Manchmal kapiert man es wirklich nicht. Es sind sehr komische. Aber es gibt jetzt nur einen Deutsch-Patch. Wenn man das dann wieder auf Deutsch spielen will. Ja. So, ich glaube, ich habe mich etwas in eine Sackgasse manövriert. Warum? Doch, jetzt ist hier der Steintyp da und holt neues Gestein. Sehr gut. Dann können wir ein bisschen mal mit F9 vorspringen. Und dann haben wir jetzt wieder Stein, das wir brauchen. Sehr gut.
Ja, Siedler 3 hat ja witzigerweise ein paar Sachen rausgenommen, die Siedler 4 dann zurückgebracht hat. Weil Siedler 2 hatte ja Steinmine und Jäger zum Beispiel. Und Siedler 3 dann kurz nicht mehr. Ich weiß tatsächlich, ich weiß nicht, was nicht da der Grund war. Ich meine mich zu erinnern, dass Siedler 3 auch irgendwie mal anscheinend Reiter haben sollte. Echt? Es gab wohl in der ganz alten GameStar tatsächlich auch irgendwie ein Screenshot, wo das zu sehen war. Irgendein Alpha-Screenshot oder so. Da wird, glaube ich, der ist ein bisschen legendär. Ach, wie cool. Aber gut, ich habe so eine Vermutung, ein paar Vermutungen, woran es liegen könnte. Ja, hau raus. Ja, das ist halt so, die Frage, wie behandelst du Pferde? Behandelst du Pferde als Siedler mit den Eseln? Weil dann musst du irgendwie halt es schaffen, dass das von der Spiellogik, dass halt ein Pferd, ein Reiter sich suchen. Mhm. Oder behandelst du Siedler dann Pferde als Ware, was ein bisschen weird ist, sobald sich dann halt ein Siedler so ein Pferd unter den Arm klemmt? Ja, mit Esel hat's doch auch geklappt. Ja gut, Esel interagieren aber auch nicht direkt mit Siedlern. Dann ist halt noch die Frage, wie weit sich das auf die Einheiten-Stats auswirkt. Also da gibt's definitiv Lösungen für, aber ja, ich denke mal, dass da vielleicht ein bisschen auch Zeitdruck am Ende war und das dann nicht mehr reinkam. Das fände ich halt sehr spannend, was vielleicht auch Volker Wertig gerade vielleicht alles an Ideen noch hatte, die es aus welchem Grund auch immer nicht reingeschafft haben. Es war tatsächlich ein Vorschlag, den ich mal in einem Video sogar gebracht hatte für das neue Siedler, wenn man schon den ATS-Part so fokussieren will, wie man trotzdem vielleicht ein bisschen mehr dazu passende Produktionsketten reinbringen könnte. Da habe ich nämlich genau gedacht, wär's nicht was, wenn man halt Kavallerie als eigene Produktionskette noch hätte, wo dann eben Pferde so gezüchtet werden müssen wie Packesel und halt auch Getreide brauchen und Ackerland und so, und du befeuerst damit aber auch den Militäraspekt mit einer neuen Einheit. Hätte ich eigentlich interessant gefunden. Wenn man die Einheitenvielfalt erweitern will, dann ist Kavallerie eigentlich auch der nächste logische Schritt. Mhm. Wobei ich glaube, es würde nicht, weil Kavallerie wahrscheinlich vom Prinzip her relativ teuer wäre. Du würdest wahrscheinlich nicht riesige Armeen damit machen, das wäre wahrscheinlich, aber ich glaube, dass das schon seine Zwecke erfüllen könnte, wenn du halt ein paar Einheiten hast, die auch relativ schnell sind, dadurch gewisse Counter haben, aber auch gut zu Hit-and-Run-Angriffe machen können. Stimmt. Da wäre definitiv viel möglich. So, jetzt sind wir wieder hier im Geschäft. Ich habe kurzzeitig etwas verschwätzt und nicht auf die Gesundheit meiner Siedlung geachtet. Anfängerfehler hier. Aber jetzt wird Stein produziert, wir haben wieder Leute, wir haben Träger, die hoffentlich hier mal wieder ein bisschen dem Bäcker Feuer unterm Hintern machen. Der gammelt damit zu wenig Wasser rum. Und wir haben gelernt, wir bauen das mittlere Wohnhaus, weil das große ist die Noob Trap. So. Jetzt läuft das doch hier. So, wann haben wir genug Soldaten? Du bist das Lösungsbuch. Taugt das schon was? Oder brauchen wir noch viel mehr? Was sagt das Statistikmenü? Was sagt das Statistikmenü, dass du siehst, wie viele Gegner der sagt 138 Soldaten mit 82% Kampfkraft. Ich meine vom das andere Statistikmenü, das große, wo auch vom, die Gegnerstärke drin steht. Ah, was sagt das denn? Nein, er hat mehr als wir. Ja, die KI hat tatsächlich, die arbeitet mit so ein bisschen mit Limits, die sich an deinen Soldaten irgendwie nicht so einen riesen Vorsprung machen. Dreist. Ja. Das Ding ist, im Moment wärst du wahrscheinlich in ihrem Land unterlegen. Mhm. Weil die Frage ist, die KI produziert davon. Ich glaube, wenn sie auf leicht spielen solltest, dann produziert sie auch nur L1er. Mhm. Ich sehe auch da unten, da ist der Berg. Ja, wir haben das Gold gefunden. Ich denke, es könnte ein sinnvolles Ziel sein, auf zumindest auf 100% Kampfkraft zu kommen und auf dass du halt L3er durchproduzieren kannst. Ja, also einige L3er habe ich schon. Ich habe das Gold von vorhin da so ein bisschen reingeballert, aber seitdem natürlich nur L1er. Dann lass mal die. Also theoretisch hättest du doch jetzt schon angegriffen werden müssen, aber ich glaube, das ist der KI jetzt auch zu heikel. Ja, das dürfte ja, wenn sie in meinem Land ist und ich hier Türme habe, trotzdem. So überlegen ist sie ja nicht. Das heißt, mal schauen. Nee, so. Nicht, wenn man etabliert ist oder mit mehreren KIs gleichzeitig sich fetzt. So, wir können auch hier nochmal eine weitere Waffenproduktion vielleicht machen. Ich würde tatsächlich eher auf Gold gehen.
Okay. Also zumindest soweit es die Map hergibt. Weil viel mehr kriegst du aus dem Berg oben auch gar nicht raus. Und was Rohstoffeffizienz angeht, sind die höherwertigen Soldaten auch immer besser. Das stimmt. Vor allem auch was Kohle angeht. Eisen ist sowieso so ein bisschen weird, weil es irgendwie der am wenigsten benutzte Rohstoff ist von denen, aber die wertvollste Nahrung braucht. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Relikt aus Siedler 3. Ich meine, Siedler 4 hat es ja ein bisschen, in Anführungszeichen, zumindest behoben damit, dass es den Jäger wieder gibt, der auf einfachere Art und Weise Fleisch erschafft. Mhm. Und es nicht diese riesige Kette braucht. Aber es stimmt, es ist ganz lustig, wie du Eisen immer am wenigsten. Das ist im neuen Siedler witzigerweise auch so. Aber wir haben doch noch, also da ist ein bisschen ich was. Ich wollte Schmiede boosten. Ja, in der Tat, genau. Auch das Boosten, ich sag mal so, für Gebäude, die sonst keine Nahrung brauchen, wäre das ja auch an sich okay gewesen. Ja, Boosten ist ja eigentlich keine schlechte Mechanik, aber irgendwie der Tiefgang fehlt halt insgesamt. So, Soldat ist auf dem Weg. Komm, spring jetzt mal ein bisschen. Weil offenbar hat der Feind ja, traut sich nicht anzugreifen. Ach, doch, ist kein Soldat. Das reicht schon nicht. Komm, geh da runter. Nee, die haben so einen gewissen Radius, in dem sie jemanden suchen. Aber ich würde einfach den Kleinen abreißen, dort rüber. Stimmt. Das ist auf jeden Fall schneller. So, und jetzt haben wir hier den hoffentlich Geologen Goldberg. Will ich mal runterschicken, während dann der kleine Turm da gebaut wird. Genau, Geologen. Das einsiedeln wird dir eh keiner, weil dunkles Land kann die KI nicht mit anfangen. Das wird auch noch lustig, war auch noch so eine lustige Sache mit Dark Mirror. Da musste ich halt auch ein paar Sachen gucken. Das wirst du in der ersten Mission noch nicht so merken, aber. So, die Geologen müssten ja hier stehen. Die dürften sich die Hämmer geschnappt haben oder es noch machen. Moment. Ich habe doch welche in Auftrag gegeben. Wo sind die denn? Und jetzt unten, wo der einzelne Siedler ist. Nee, beim Finde-Siedler-Menü, wo du vorhin warst. So, hier ist, da war so den Geologen und dann hast du ja unten einmal halt den einzelnen Siedler, den Bildschirm und einmal die Welt. Ah, okay. Und dann, sehr gut. Ist halt, ob du halt einen Siedler, beliebigen Siedler suchst, ob du halt in deinem Blickfeld suchst oder halt in dem Ecosektor, wo du gerade bist. Sehr gut. Nee, ich würde tatsächlich nochmal kurz hier nochmal forschen, weil ein bisschen Eisen und Kohle war hier schon noch. Ich wollte eigentlich noch mehr Geologen machen. Du wirst aber eher erst die Kohle da. Die wirst du wahrscheinlich brauchen. Genau. Und dann wollte ich eigentlich noch mehr. Ein, zwei Goldschmelzen machen. Können sich auch noch lohnen im Vorfeld, weil du hast drei Waffen. Position und Waffen über. Stimmt. Ja, du erkennst, ich schätze das Leben meiner Leute sehr gering. Ich wollte einfach den Feind mit zahlenmäßiger Überlegenheit erdrücken und dass da irgendwie ich meine Leute vielleicht auch irgendwie boosten könnte, dass der Einzelne ein besseres Leben führt und nicht so leicht stirbt, das kam halt nicht so in den Sinn. Das sagt sicher auch was über mich, aber das sind jetzt Details an dieser Stelle, da müssen wir jetzt ja nicht zu sehr drauf eingehen. So, jetzt müssten hier Geologen kommen, die wir dann abschicken. Genau, mehr Jäger sind auch gut, weil die Tiere halt sich vor allem immer in den Wäldern tun. Genau, wir haben ja hier gut Wälder. Die spawnen sogar nach, aber das ist recht vernachlässigend, vor allem weil es halt bei allen Bäumen passieren kann, die auf der Map sind. So. Holt euch das Gold. Und hier ist doch, genau, dachte ich, hätten wir vorher schon, dass hier eine Kohlemine ist. Ich schreibe jemand meiner Frau nach, greift die KI in der History Edition leider nicht unprovoziert an. Das kann ich nicht unterschreiben. Es kommt aber auch sehr auf die Mission auch an. Weil die KI hat, also kannst du halt per Skript einen Delay vorgeben, der halt auch einzigartig für jede Karte ist, wann die KI nach Schwierigkeit überhaupt angreifen darf. Und es gibt dann halt nochmal den Angriffsmodus, der halt insgesamt halt beeinflusst, wie aggressiv die KI ist. So ein Funfact zum defensiven Verteidigungsmodus ist zum Beispiel, dass das ist defensiv, aber sobald du einen Turm eroberst, auch einer, der früher dir gehört hat, wohlgemerkt, greift dich die KI mit allem an, was sie hat. Das kann unter Umständen sogar schwieriger sein, als wenn sie richtig aggro ist. So,
Jetzt haben wir hier sogar Schwefel. Das ist jetzt so ein typischer Troll-Move. Ja, ne? Dass du Schwefel, die Macken haben teilweise in dem Hauptspiel und ich glaube auch in der Missions-CD oft Schwefel auf Karten gepackt, wo kein Schwefel von auf der Karte. Ich wollte es jetzt nicht so direkt kritisieren, aber was will ich denn als Römer damit? Die verarschen mich. Doch hier ist aber Gold. Sehr gut. Selbst als Maya. Also Schwefel ist tatsächlich so ein Rohstoff, wo man richtig gemerkt hat, die Entwickler wussten halt beim besten Willen nicht, was es eigentlich tun soll. Aber im Moment, also was machen denn die Maya nochmal damit? Die Asiaten hatten ihre Kanone im Dreier. Ja, das machen die Mayas auch, halt mit Schießpulver für ihren Feuerspeier. Historische Genauigkeit am Arsch übrigens. Ja. Da hast du ein Video gemacht, die Trojaner das hab ich mir gerade halt neulich angeguckt. Eine historische Genauigkeit in Siedler mit den Maya. Ja, das war schon ganz interessant, was ich da rausgefunden habe. Oder was ich einfach generell gelernt habe in letzter Zeit. So Kleinigkeiten, über die man auch gar nicht nachdenkt oder gar nicht so hinterfragt. In dem Fall ja tatsächlich ein wenig von Spirit of the Law sich geschnappt. Aber das sind ja auch sehr schöne Videos. Und der macht es ja auch teilweise. Ja, genau. So, ja, die Einflüsse sind definitiv da. Kriege ich hier zwei Goldminen hin? Glaub nicht, doch. Eine wird es tun, weil die Mine hat ja sowieso auch einen gewissen Radius. Das stimmt. Die überlappen sich dann. Und setz eine relativ mittig, die wird alles so abdecken. Das passt, dann haben wir hier zwei. Die hat dann auch eine ordentliche Erfolgschance. Die eine Kohle müsste da von oben kommen. Wir können hier direkt noch einen Fischer hinsetzen. Hast du Spitzhacken? Könnte sein, dass ich keine mehr habe. Der Werkzeugschmied kann doch hier bestimmt nachhelfen. Und eine Angel oder zwei wären auch noch ganz gut. Also am ehesten nutzen ja noch die Trojaner das Schwefel, weil sie einmal gegen Explosivpfeile, das ist halt im Moment noch genauso useless wie der Feuerspeier, aber was sie halt auch noch können, sie können Schwefel in Eisenbarren umwandeln. Das haben sie auch in Siedler 3 mit den Amazonen gehabt, ne? Die hatten ja ihr Labor. Genau, die hatten das Laboratorium mit Schwefel und Edelstein. Das war auch, also ich finde, das ist auch eines der besten Gebäude, was sie hatten. Generell, das war einfach halt coole Idee. So, jetzt müssten wir doch dann hier ein bisschen was hinkriegen. Aber zum Beispiel, man merkt ja auch, die Wikinger verwenden, sind tatsächlich. Man denkt oft zuerst, sie sind das Gegenstück zu den Asiaten. Ist auch in gewisser Weise so, aber sie benutzen auch viele Mechaniken von den Amazonen wieder und auch viele Zauber. Passt ja auch ein bisschen. Die Amazonen waren ja auch ein bisschen so als etwas wendigeres Volk, etwas offensiver gedacht. Die Asiaten sind ja eigentlich vom Charakter her sehr anders, als man sich einen Wikingerstamm vorstellen würde, abgesehen von den Holzbauten. So, ich will jetzt noch ein bisschen beschleunigen, weil wenn wir eh nicht angegriffen werden... Irgendwie mal Pioniere oder Turm, weil der Fischer da kann gerade nichts machen. Ah, stimmt. Das ist tatsächlich, die KI baut nur ein Wasserwerk und sie guckt nicht, ob das Wasser, was das Wasserwerk sich holen soll, in den eigenen Grenzen ist. In Siedler 2 muss das tatsächlich nicht sein. Das fand ich eigentlich cooler. Also, dass du... Das hat ja den Brunnen. Nee, ich meine, beim Fischer, der konnte, glaube ich, auch außerhalb. Und auch der Holzfäller, die haben, glaube ich, waren nicht auf deine Grenzen limitiert. Oh, das weiß ich gerade nicht. Wenn ich mich recht entsinne. So oft spiele ich tatsächlich Siedler 2 tatsächlich nicht. Also ich meine, es ist ein cooles Spiel. Es hat nicht irgendeinen Grund das Franchise auch geprägt und auch das Genre geprägt. Aber es ist halt auch nicht, leider muss man echt sagen, nicht in jeder Hinsicht gut gealtert. Das stimmt. Deshalb finde ich es auch immer so ein bisschen schade, dass halt gerade neue Siedler oder irgendwas, was irgendwie sich an Siedler orientiert hat, entweder halt komplett neu, wie es 5, 6, 7, oder halt krampfhaft versucht, halt die Siedler 2-Nostalgie einzufangen. Aber ohne halt irgendwie da auch ein bisschen die rosa-rote Brille abzunehmen und zu sagen, hey, da waren ein paar Sachen, die müsste man echt nochmal ein bisschen geschickter lösen. War ja, also auch man merkt. Technisch bedingt. Ja, nee, also ich stimme da natürlich sogar zu, obwohl ich ja auch Siedler 2 sehr schätze. Aber auch wieder so Bedienelemente und so Sachen, ne? Also das. Ich finde halt, es hat wirklich eine sehr, sehr solide Grundmechanik, die halt so die Essenz des Aufbauspiels sehr schön beschreibt, eigentlich. Ist egal, aber. Kleiner Tipp dazu.
baue die setweise, also immer eins von jedem. Es gibt nochmal einen Boost. Ah, dann. Außer bei dieser einen Quest eben. Da ist es. Ja, da hast du ja 12 hintereinander, 12 vom gleichen gebaut. So. Platzieren wir einfach mal eins von jedem. Ja, so hat auch jemand letztens wieder eins gespielt. Wieder eins habe ich einmal ausprobiert und ich meine, es ist ja. Siedler 2 ist halt wirklich da doch das, glaube ich, das bessere Spiel, vor allem weil auch Siedler 1, es hat ja kaum Text gehabt. Das wurde dann, finde ich, ein bisschen fies, wenn du die Waffenschmiede und die Werkzeugschmiede hast und dann raten musst, welche davon ist jetzt welche. Weil die sehen natürlich auch ähnlich aus. Ich finde, es gibt manche alten Spiele, für die es heute wirklich nicht mehr einen Grund gibt, sie zu spielen. Weil selbst für Nostalgiker ein alter Teil kam, der das Gleiche besser gemacht hat. Also ich finde zum Beispiel auch das Command & Conquer 1 Remaster war in Gänze unnötig. Weil was will ich denn heute noch Command & Conquer 1 spielen? Dann, also wenn ich die alten 2D-Command & Conquers will, selbst da gibt es doch einfach nachher welche, die das gleiche Prinzip besser gemacht haben. Guck mal gerade an den Winzer. Die finden, glaube ich, wirklich nichts, wo sie arbeiten können. Wir hatten gehofft, dass diese Berge hier was für sie sind. Ah ja, tatsächlich. Der Arbeitsbereich war so zu klein. Genau, jetzt kommt doch einer raus. Ja. Oh, die standen jetzt wie lange da und haben nichts gemacht. Das sind Details, man muss das große Ganze sehen. Das ist halt auch echt, das finde ich halt auch echt fies. Die Winzer sind halt echt eigen. Ja, ich glaub, das ist, finde ich, nicht immer gut abschätzbar, ob das jetzt für die so genehm ist. Ich würde jetzt auch mal tippen, dass Weinbauern allgemein auch ein recht eigenes Völkchen sind. Ne? Ist doch schon ein recht spezieller Beruf. Wer will es ihnen verübeln? In der Hinsicht ist das Spiel, glaube ich, akkurat. Wo ich glaube, Siedler 3 brauchte, glaube ich, auch keine Hügel dafür. Ich glaube, das ist so ein neues Spiel. Also in Siedler 3 waren, finde ich, die Hügelgebiete doch noch besser zu erkennen als das hier. Ja, oder das. Na gut, da wäre es absolut fatal gewesen, wenn du auf einer Karte gar keinen Wein hinbekämst, weil du ja dann keine besseren Soldaten kriegst. Stimmt. So, ich glaube, jetzt müssten wir doch auf einem guten Weg sein. Wir bauen haufenweise Zierobjekte. Wir rekrutieren Level 3 Soldaten. Wir bauen Wohnhäuser. Wer sieht das vielleicht auch mal? So, nur die Steinproduktion ist relativ langsam, weil ich nur dieses eine Steinbergwerk gerade habe. Ist hier noch irgendwo. Es gibt sicher irgendwo noch ein Steinvorkommen. Aber ich glaube, allmählich müssen wir auch nicht mehr so viel bauen, so einfach Soldaten rausballern und zum Feind rennen. Ja, 146 hast du? Ich glaube, das halt. Ja, Siedlermangel. Aber gut, das ist typisch. Das passiert den besten von uns. Genau, ich bin schon am Wohnhaus bauen. Wir hoffen, es klappt. Ja, da kommen wir jetzt gleich wieder. Nee, ist hier nicht gerade eins fertig geworden? Oder ist es noch ein Bau? Die L1er sind es auch in der Hinsicht halt. Das ist halt das Problem. Da habe ich ein bisschen Bevölkerung verschwendet, das stimmt. Ich hätte erst das Gold da entdecken sollen. Ja, ich würde vielleicht. Jetzt hast du. Hast du die L1er noch eingestellt? Weil jetzt, wo du die Gold-Sachen gefunden hast, würde ich halt wirklich auch. Nee, ich bin voll auf Endlosproduktion, Siedler Level 3. Okay. Wir müssen nur noch genug Siedler haben. Und eben die ganzen Zierobjekte hier werden auch gebaut. Ein gelogert Stein gefunden. Wo denn? Na gut, ich könnte ja noch ein Steinwerk bauen, aber das ist ja Quatsch. Ja, ich habe zu wenig Träger tatsächlich. Es bleibt alles liegen. So, jetzt ist der Winzer immerhin am Start und produziert Zeugs. Fortschritt. Man lasse den Marisol mal 10 Wohnhäuser abreißen, hat er auch wieder Stein. Die Steinmine liegt ja voll. Wir müssen doch eher mal ein Lager setzen. Das stimmt. Wenn man nur ein Steingebäude hat, dann können natürlich auch nur 8 gespeichert werden. Das ist ein guter Punkt. Ach, die Karte ist auch karg in Sachen Stein. Also da hat man auch echt gemerkt, bei den späteren Add-on-Karten wirst du mit Rohstoffen zugeballert. Und du hast auch viel größere Startvorgaben, weil gut, ich denke mal, irgendwann werden sich auch die Mapper gedacht haben, ey, jedes Mal komplett von Null anfangen ist auch blöd. Ja. So, jetzt warte mal. Wie stelle ich denn jetzt hier ein, was der lagern soll? Das geht erst, wenn er fertig ist. Ah.
In Siedler 3 musste es man ja davor machen, weil er sonst dir alles mit Werkzeugen zugespammt hat. Ja, Siedler 3 lag es tatsächlich ein bisschen weird. So. Und da kam auch weniger Kapazität tatsächlich. Dann lassen wir jetzt mal hier noch ein paar mehr Wohnhäuser. Vielleicht auch mal ein bisschen in die Nähe des Steingebäudes. Oder der Steinmine, dass die ein bisschen weniger weit zu tragen haben. So. Ab geht's. Dann spammen wir Armee. Ich glaube, die Zierprojekte sind alle durch. Jawohl. Jetzt müsste es doch allmählich dann funktionieren. Bergeweise Gold. Der Fischer ist jetzt auch hier am Start. So, wie sieht's denn aus mit der Kampfkraft? Man merkt, dass da ein Limit ist, du hast recht. Er ist immer so knapp drüber. Ja. Lustig. Ich kann mal gerade sogar gucken. Das Ding ist, wir haben tatsächlich ewig nicht verstanden, wie es ist. Ist es wohl prozentbasiert? Ich habe das nicht mal im Kopf. Das ist, wobei das Lösungsbuch habe ich tatsächlich festgestellt, daraus haben wir die Information am Ende gehabt. Das Lösungsbuch greift tatsächlich diese Werte, die im Skript stehen, auf. Ah, okay. Fand ich irgendwie total irritierend, dass anscheinend die so viele Informationen hatten. Ja, manchmal hatten ja auch so Lösungsbuchautoren wirklich so direkten Zugriff zu den Entwicklern. Das war ja manchmal, das war ja früher auch noch eine ganz andere Industrie, als es heute ist. Aber wenn ich das richtig sehe, versucht die KI auf normaler Schwierigkeit 80 Soldaten oder 20% mehr zu haben als du. Oder was auch, zumindest was auch immer höher ist, glaube ich. Bin mir nicht sicher, wie das genau funktioniert. So, wir haben jetzt hier auch noch ein bisschen Priester. Gibt es Steuerungsgruppen? Die Limits funktionieren, glaube ich, auch nur dann so richtig, wenn es nur zwei Spieler sind. So, ja, es gibt hier, hier gibt's normale Steuerungsgruppen. Siedler 3 hatte es auf alt. Standardmäßig, was auch sehr bizarr ist. So, aber dann können wir jetzt ja auch ein bisschen hier... Genau, die Hooltips habe ich übrigens, wie du unten, wenn du unten rechts siehst, die habe ich auch neu geschrieben und erweitert. Oh, jetzt werden wir auch angegriffen. Tötet sie! Gut, aber der rennt ja jetzt komplett in uns rein hier eigentlich. Okay, jetzt kommen sie mal nach 2,5 Stunden mit einer kleinen Truppe. Oh, aber er nutzt Schützenstrafen, das ist fies. Dann kann ich ihn hier nicht irgendwie... Und jetzt befördert er. Mit Blitzen, ich meine, trotzdem keine Chance. Okay, jetzt hat er wegteleportiert, aber auch an. Hm? Okay, hat seine Soldaten hat er irgendwo die Pampa teleportiert. Ja, also ich glaube, das wäre doch jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, bei ihm reinzurennen, oder? Wenn er sich hier komplett verheizt hat. Dann würde ich aber wirklich die Türme ab, die kleinen Türme zumindest auch abreißen, dass die alten sind, die unbewacht. Ja, aber du hast jetzt 106% KK, also das würde gehen. So, meine wurden hierhin teleportiert. Ja, da sind auch noch welche, also das ist halt immer so ein bisschen, das ist halt relativ random. Auf manchen Karten ist das halt echt fies, wenn auf einmal dann du auf einmal versehentlich einen Turm eroberst mit diesen Soldaten und dann wird die KI erst recht aggro. Ja, ich hatte es neulich in Siedler 3 gab es das ja auch schon, da hatten die Ägypter das. Da hat er sie dann witzigerweise genau hochteleportiert ans andere Ende der Front in seine Basis. Kurze Sache, Sanitäter würde ich vielleicht nicht endlos Produktion machen, weil die wollen Schwerter haben. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe 5, glaube ich, gemacht. Okay. Oder wollte ich. Ja, das ist gut, weil die sind wirklich jetzt, wir haben die noch ein bisschen gebufft. Ich jetzt so. Ein absolut mobiles Lazarett. So, und die Priester mitnehmen. Dann schauen wir mal, was wir hier reißen können. So. Sieht nach Siedlermangel aus. Also eigentlich haben wir hier gerade auch wieder 2 Wohnhäuser in Bau. Eins davon ja, auch gerade fertig. Das ist Siedlermangel. Ja, das ist sowas von Siedlermangel. Ey! Dann machen wir hier noch eins.
aber tatsächlich, die Autoproduktion war. Mach vielleicht, versuch mal die Kleinen. Ich glaube, die Kleinen könnten dem Moment mehr helfen, weil sie schneller fertig sind. Okay. Und tatsächlich nehmen sie sich jetzt auch mit Obo gar nicht so viel an Ressourceneffizienz im Vergleich zu den Mittleren, weil die jetzt auch 13 geben bei den Römern. Ach, hier sind auch noch welche von mir gelandet. Ja. Wow, okay, die hatten echt die Arschkarte. Ja. Ich meine, ihr seid eine tapfere römische Stoßtruppe jetzt, Freunde. Ihr werdet... Das ist halt total random, wo die landen. Ihr werdet irgendwann, wenn der Feind es am wenigsten erwartet, werdet ihr eine Heldentruppe sein, die dem Feind in den Rücken fällt. Eines Tages wird eure Stunde schlagen. Leider ist dieser Moment noch nicht jetzt, aber irgendwann, meine Freunde, irgendwann. Gott, ich brauche viel zu lang für diese Mission. Wir wollten ja eigentlich noch Dark Mirror spielen. Bisschen hier voran. So, Wohnhäuser, komm. Jetzt müssen wir doch aber keinen Siedlermangel mehr haben, hoffe ich. Und wenn das jetzt hier schon läuft, setzen wir jetzt hier noch ein großes hin. Ja, das Lager ist fertig und ich will noch auf jeden Fall schon mal mehr Häuser in Auftrag geben. Ja. Und ihr lagert jetzt aber hier. Zumindest stehen mal welche jetzt rum. Stein ein. Also wenn sie aus dem Haus kommen und nicht direkt loslaufen, ist eigentlich... Ja, genau, dann haben wir eigentlich gut, Leute. So, das müsste doch jetzt hier. Wir lagern hier Stein ein und wir schicken die Armee. Sind die Priester mit dabei? Ja. Ja. Und wir schicken die Armee zum Gegner. Da ist er. So, was haben wir da alles für Zauber? Güter brauchen wir nicht. Kampfzauber brauchen wir. Also, Feinde schwächen. Armee beschwören. Moment, ist das... Wir werden auf den Reihen des Gegners rekrutiert. Also, stehlen wir eben damit Soldaten? Ja. Aha, praktisch. Bis zu 7 Stück ist besonders nice mit den hochwertigen Soldaten. So, gegen die Schwächeren ist gegen die L1er ist natürlich der Blitz effizienter. So, Sanitäter mache ich mal auf Nummer 3. So. Aber wenn du den mit all links kriegst, kannst du immer den alle vom Einheitentypen anwählen. Ah. Müsstest du eigentlich auch alle Sanitäter finden. So. Genau. Machen die ihren Job automatisch? Ja. Ja. Gut. Dann rücken wir jetzt mal vor. Ja, aber der hat wir machen trotzdem mal 2 nette Zauber. Ja, wobei, ich glaube, da kommt deine Priestergarde gar nicht hin. Dann werden wir so viele Feinde erschlagen, bis der Weg frei ist. Das ist doch, wie Militärstrategie funktioniert. Ja, da könnte man 300 Vibes kriegen. Ja, wirklich, wirklich. Nur halt in die andere Richtung. Weil leider die 300 hier auch... Hier ist unser Leonidas. Nee, unser, wie heißt der Typ, der Verräter? Ich vergesse es gerade. Der ist da oben. Das habe ich auch vergessen, wie der Verräter hieß. Ja, aber die KI, die ist auch nicht sehr koordiniert, also die laufen jetzt alle einzeln da rein. Ja, ist doch wundervoll. Also unter Umständen könntest du Probleme mit Schwertkämpfern am Ende haben, um die einzelnen Türme zu kriegen, aber... Okay, das war jetzt leider viel zu weit weg. Stimmt. Dann lieber das hier, komm, da rein. Ephialtes hieß er, genau. Komm, hier drauf. Nee, die Priester sind so weit hinten, dass das immer... Ja, das ist aber nicht mehr genug Mana für... Wir hauen sie trotzdem weg. Hauptsache Triumph! So. Funktioniert doch. Okay, Achtung, da oben kommt noch einiges. Ja, die KI ist tatsächlich nicht sehr cool. Wenn das alles von Anfang an gekommen wäre... Gut, meine sollten vielleicht auch nicht hier... Nein, was macht ihr denn? Gut, ich muss alt rechts klicken, sonst gehen die in Angriff über. Ah, okay. An diesem Punkt würde es sich aber dann auch lohnen, praktisch nur noch Schwerter zu produzieren.
Weil am Ende wird es, wie gesagt, an den Schwertkämpfern scheitern. Das stimmt, das stimmt. Das ist leider immer so. So, dann lass mal in die Waffenschmiede gehen. Halt. Nee, wo mache ich das nochmal? Hier, genau. Keine Bögen, bitte. So, einfach so rum. Du kannst Rechtsklick auf den Regler machen, auf diesen Button, dann bleibt der eingefroren auf dem. Ah, hat's nicht funktioniert? Moment. Ja, doch, jetzt hast du 100%. Ja, wunderbar. So. Ja, wir müssen ein paar Schwertkämpfer nachschicken, aber ihre Armee haben wir, glaube ich, weitgehend. Aber wir haben selbst nur noch Bogenschützen. Ja, das. Ne, ein paar Schwertkämpfer sind noch da, aber nicht viele. Das sind auch schon neue Schwertkämpfer hier heldenhaft auf dem Weg, die dauern nur eine Weile. Ich meine, ja, da ist vielleicht. Da ist auch eine Ein-Mann-Armee. Ich hätte, glaube ich, gerade 4 L1er gekillt. Ja, ist doch heldenhaft. Gut, die Bogenschützen waren auch noch dabei, die haben mitgeholfen, aber. Jetzt warte mal, wenn ich jetzt vielleicht hier den Priester schicke. Hat nicht genug. Nein, der hat nicht genug. Ja, stimmt. Nee, du könntest höchstens ein Schild versuchen, aber das berührt sich bei 3 Kriegern. Nee, ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich seine Schwertkämpfer quasi klauen, um die Eroberung fortzusetzen. Aber dann retten wir lieber die Priester hier. Er hat auch ein bisschen. Er hat seine Spezialeinheit auch dabei. Er hat hier die komischen Blasrohrleute, aber nicht so viel. Siedler 4 hatte auch die detailliertesten Todesanimationen. Bei Siedler 3 waren es noch so Farbkleckse. Und jetzt hast du wirklich einzelne Engel, die nach oben gehen. Was interessant ist, wenn man denkt, dass das Spiel eigentlich ja eigentlich nicht ein Religionssystem benutzt, wo Engel ein Ding waren. Dazu für Volk hat er noch so kleine Dämonen gehabt. Das fand ich immer ganz. Das sind halt so Kleinigkeiten, die ich immer ganz süß finde. Stimmt. So, epische Bogenschützenschlacht. Neue Schwertkämpfer kommen. Langsam. Gibt's eigentlich einen Sammelpunkt? Bei der Kaserne, ja, aber den kannst du nur innerhalb von Radius abnehmen. Ach so. Wobei, wir haben doch da jetzt Gebiet. Aber ja, aber wie gesagt, das ist auch viel zu weit weg. Dass das tun lassen würde. Gut, wir haben jetzt ja alles von ihnen getötet. Gucken, diese paar Schwertkämpfer könnten uns doch sogar relativ weit bringen. Schauen wir mal. Wenn wir die Türme immer wieder abreißen, die wir erobern. Wir sehen's. So. So, das ist halt noch relativ fies, weil der besetzt ist. Wenn ich mich recht entsinne. Nein. Warum sind die Sanitäter an vorderster Front? Das war nicht der Plan. Weil der ist dann vorgeskriptet besetzt, oder wie? Weil du meintest, die KI macht das sonst nicht. Ja, das kannst du im Editor machen, aber das macht die KI halt nicht selber. Die baut auch nur kleine Türme. So, ich glaube, der KI beizubringen, wo sie dann die großen Türme auch setzen soll, wäre ich auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, mir würde es schon reichen, wenn sie halt die Türme, die sie erobert, halt besetzen würde. Das stimmt. Das wäre, finde ich, schon ein Riesenschritt. So, ich glaube, aber jetzt können wir hier relativ gut durchrollen. Was halt aber auch wiederum zufriedensteller ist in den alten Teilen, weil da die ganzen Gebäude explodiert sind. Und das stimmt! Da sind am Ende auch noch die ganzen kleinen Siedler ziellos rumgelaufen, bis sie dann verendet sind. So. Das sah ja wirklich weird aus in den Videos zu Neuen Allianzen, wo dann irgendwie. Ich musste auch jedes Mal. Das Lager aus weg und der Rest. Verschwindet einfach. Ja, es war also so nicht mal irgendwie eine Animation oder sowas. Ich glaube, sie haben das irgendwie ein bisschen gemacht, um drüber hinwegzutäuschen, was für einen sinnlosen Genozid wir in der Story begehen, ehrlich gesagt. Weil, wenn man den darstellen würde, würden deine noblen Helden im neuen Siedler plötzlich deutlich problematischer rüberkommen, um es mal dezent auszudrücken. Wenn die alle verpuffen, kann man sich fast einreden, dass wir irgendwie da friedlich dem Land Wohlstand gebracht haben und Banditen halt gelöscht haben, so.
ne? Aber in Wirklichkeit haben wir Leute massakriert. Ja, vor allem das Traurige ist ja, das zumindest ist das, was immer so ein bisschen rüberkam, ist ja der Grund, dass sie sich dann doch für diese Fantasievölker entschieden haben, eben dass sie sich nicht die sagt, dass ihnen das zu problematisch ist, wenn du dann da irgendwie Mayas, Wikinger oder so hast, dass sie halt da nicht irgendwelche Stereotype bedienen wollen. Sie bedienen halt trotzdem Stereotype, weil die Jorn lächerlich Stereotyp sind, aber... Ja, eben, die ersten sind die Jorn halt wirklich Wikinger mit einem anderen Namen. Ja. Und auf der anderen Seite, ja, dann wie gesagt, diese Genozid-Plotline. Ich weiß exakt nicht. Es ist ja nicht unmöglich. Ganz ehrlich, Ubisoft hat die Mittel, um auch mal jemanden beauftragen, der halt wirklich Experte für diese Völker ist und da beraten kann. Das ist jetzt ja nicht so unerhört, dass es sowas gibt. Ich muss ehrlich gesagt der Fairness halber sagen, ich weiß nicht, wie sehr der durchschnittliche normale Spieler eine Genozid-Plotline in diesem Spiel sieht und wie sehr es einfach nur meine eigenen niederträchtigen Impulse waren, die ich da zynisch reflektiert sah. Also die Gedanken kamen definitiv nicht nur dir. Ich habe auch irgendein immer diese Review Katzen gesehen. Immer in diesem gleichen Ort, immer die gleichen Leute am gleichen Tisch und sie wiederholen immer wieder unsere Vorfahren. Ja, ich gebe es ja zu. Du hast absolut recht, ich bin unschuldig, wie immer. So, aber jetzt müssen wir das doch hier alles haben. Komm. Geht da durch. Wir wollen noch Dark Mirror spielen. Na, komm. Das kann ich Schwertkämpfer am Ende droppen. Ah. Aber die müssen jetzt mit aber ein paar ich hab ja welche hier. So, hier da. Und hier sind welche nachgekommen, genau. So, die können auch mal sich ein bisschen aufteilen. Hier unten haben wir noch welche. Ja, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen das Nervige, wenn du dann vor allem dann noch die ganzen besetzten großen Türme dann noch irgendwie nacheinander suchen musst. Beziehungsweise die KI mag es auf manchen Karten auch echt gerne, viele kleine Türme zu spammen. Es ist witzigerweise tatsächlich eine Designschwäche, die Siedler von Anfang an so ein bisschen hatte. Mhm. Dass du hast schon gewonnen, aber jetzt braucht es halt noch ein bisschen Zeit. So. Ich war halt tatsächlich echt überrascht. Ich war überrascht, dass ich Siedler 2 gespielt habe und dann das Hauptquartier vom Gegner zerstört habe. Ich dachte, okay, der müsste ja jetzt als besiegt werden. Dann habe ich festgestellt, nein. Dachte ich mir nämlich auch. Das Hauptquartier ist tatsächlich nur ein glorifiziertes Lagerhaus. Ja. Mit Einflussradius, glaube ich, aber das war es auch. Genau, wo witzigerweise aber Soldaten als Ware drin gelagert werden können. Das heißt, da kann recht viel an Verteidigern rauskommen. Aber ich dachte auch so, ja, jetzt haben wir doch die Mission gewonnen, oder? Lagerhaus ist doch weg. Und er ist natürlich eigentlich handlungsunfähig, weil du ihm fast alles genommen hast an Waren, das er hat. Aber du hast noch nicht gewonnen. Und ja. Witzigerweise, weil ich habe halt tatsächlich, habe so ein bisschen darauf geachtet, wenn ich beim neuen Siedler Sachen kritisiere, so, wie sehr ist es denn ein bisschen Nostalgiebrille und war das Spiel nicht früher auch schon ein bisschen langatmig? Und ein bisschen ist das halt schon so. Es ist nur trotzdem irgendwie befriedigender, weil du hast es dir mehr erarbeitet, diesen Feldzug, indem du halt eine Wirtschaft aufgebaut hast und du hast trotzdem irgendwie, was du gesagt hast, ne, wenn dann alles wegploppt und so, das macht halt dann doch mehr Laune zumindest. Ja, und dann verzeiht man natürlich auch ein bisschen mehr. So. Boah, aber ich bin deshalb der Meinung tatsächlich, dass zur Siegbedingung nur die großen Türme und Burgen zählen sollten, aber nicht die kleinen. Und für Dark Mirror habe ich das tatsächlich auch bewusst, beziehungsweise du da halt auch wenig Möglichkeiten haben wirst, einen permanenten Sichtradius leider zu haben auf irgendwelche Sachen, habe ich halt da gesagt, die Burgen und großen Türme müssen zerstört werden, von den kleinen dürfen, glaube ich, bis zu 3 übrig bleiben. Dass du halt nicht in den hintersten Ecken dann immer suchen musst, um das ein bisschen zu entschärfen. So, habe ich noch Schwertkämpfe? Einen noch. So. Wie weit habt ihr denn, oder wurde darüber nachgedacht, oder geht das überhaupt, wirklich solche grundlegenden Tweaks am Spiel zu machen mit Settlers United und uns zu sagen, wir ändern wirklich die grundlegende Skirmish-Siegbedingung, weil wir nach modernem Game Design das so besser finden? Ich glaube, die Standard-Siegbedingung zu ändern wäre, glaube ich, auch von der Kompatibilität her schwierig. Wir haben halt auch natürlich keinen Source Code. Mhm. Das macht halt vieles wesentlich schwerer, als es sein muss. Mhm. Was ich auf jeden Fall problemlos machen könnte, das würde über das Startskript gehen. Man könnte sagen, dass man im Skirmish mit einem großen Turm anfängt. Das würde man zumindest schon mal nicht direkt verlieren, wenn man das dann so ändert.
Aber was zum Beispiel auch gemacht wurde, zum Beispiel für diverse Turniere, dass man die Zufallskarten generiert hat, im Editor schon, und teilweise auch schon nach bestimmten Kriterien geguckt hat. Und aber man halt dann noch ein extra Skript reingepackt hat, zum Beispiel eben für diese Peacetime-Mauern. Oder halt um bestimmte Regeln halt durchzusetzen. Also das wäre durchaus, also man könnte da auch eine veränderte Siegbedingung mit einfügen. Okay. Ich weise darauf hin, dass jetzt die Stunde der tapferen Drei hier gekommen ist. Vom Stimmt, Ufer, da sind sie. Vom Ufer haben sie sich herabgeholt. Es sind leider nur drei Level-1-Soldaten. Ich weiß nicht, ob sie in der Lage sind, hier einen Eroberungsfeldzug zu führen. Übrigens, Leute im Stream schreiben, Zeitraffer wäre besser. Gibt's nicht. Gibt's bei Siedler 3, aber nicht bei Siedler 4. Ich kann nur so vorskippen. Und dachte mir, das ist ja auch gerade nicht das Spannendste zum Zuschauen, was hier passiert. Aber schaut, die tapferen drei holen sich diesen Turm. Gemeinsam. Ja! Und den nächsten. Bessere Story als New Allies, würde ich mal sagen. Wow! Sehe schon, du passt in diesen Stream sehr gut rein. Du bist auch ein zynischer Sack, genau wie ich. Manchmal ja. Aber ich würde auch mal tippen, dass New Allies hat auch aus so manchem alten Siedler-Spieler einen Zyniker gemacht, der es vielleicht vorher gar nicht war. Ja. Ich verstehe vor allem nicht, was die Verschiebung um das eine Jahr dann sollte am Ende. Ja, da haben sie es ja so... sie haben da schon Verbesserungen gemacht. Zum Beispiel, dass eben die... dass jetzt Nahrung, also dass jetzt Weizen gebraucht wird für die Eselszucht und solche Geschichten. Ja, aber es sind halt so alles so Sachen gewesen, wo ich mir am Ende so dachte, so entweder es ist über ein bisschen Werkzeugen, da haben sie ja dann irgendwie versucht, dann rückwärts zu argumentieren, damit ihr ursprünglicher Weg funktioniert. Ja. Aber auch generell einfach von der Menge und von der Größe der Änderung war immer so die Frage, habt ihr dafür ein Jahr gebraucht? Das stimmt, das stimmt. Das hat man sich wirklich gefragt. So, also jetzt allmählich ist doch hier echt. Warum ist diese Siedlung so groß? Die tapferen drei haben, glaube ich, hier alles gemacht. Ja, jetzt fangen hier auch an, Leute. Wie schlimm klingt das? Jetzt fangen auch hier an, Leute zu sterben. Ein gutes Zeichen. So, es gibt, glaube ich, noch... Ja, das ist immer so, das so ein bisschen das Feuerwerk am Ende. Aber ein Feuerwerk aus Leichen! Du Monster! Ja. Und du feierst das auch noch. Ich weiß nicht, frag mich, ob das hier vielleicht sogar der Grund ist, warum Siedler 4 damals Altersfreigabe ab 12 bekommen hat. Ich gestern oder vorgestern guckt, Stellaris einfach Altersfreigabe ab 6. Ja, weil Stellaris, stimmt, seine Gräueltaten in banalen Textfenstern darstellt. Ja. A million dead is a statistic. Genau. Wird es in Stellaris eine gelebte Maxim? An sich klingt das schlimm, Maurice, aber für deine Verhältnisse klingt es nach einem normalen Dienstag. Was mache ich falsch mit meiner Karriere, dass meine treuen Zuschauer mit absolutem Recht derlei Dinge über mich sagen können? Oh, hier ist kein Schwertkämpfer mehr. Das sind Momente, wo man dann seine Entscheidungen im Leben hinterfragen muss. Du hast da keine Schwertkämpfer. Ja, habe ich gerade gesehen, genau. Wir sind gerade schon auf dem Weg. Und ansonsten muss es echt nicht mehr viel sein. Hier ist noch ein bisschen was. So. Ja, da sterben wieder Leute. Haben jetzt echt hier alle meine Schwertkämpfer hier weggeballert? Ne, einer ist doch da. Komm, kämpf. Ich bekomme auch gerade die Bitte rein, dann nochmal auf die Ankündigung zurückzukommen, bevor wir in die DV-Kampagne starten. Ja, in der Tat. In der Tat. Ist der gerade dann doch so ein bisschen unter den Tisch gefallen? Da sehe ich mich aber unschuldig. Ich habe dir die perfekte Moderation zur Eigenwerbung gegeben. Das stimmt. Und du so, nein, erstmal noch hier meine Ausführung zu Ende, was dich natürlich ehrt. Aber genau, Leute, wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, und auch ihr denkt, ach, warum war das neue Siedler nicht mehr das? Dann übergebe ich das Wort. Warum habe ich eigentlich noch nicht gewonnen? Hier nichts mehr. Das frage ich mich aber gerade auch. Ich meine, du kannst bei der Minikarte den untersten Knopf drücken. Also mit rechts von der Minikarte. Das, da ist noch was. Da unten ist ja, noch. Ja. Da unten an der Wüste. Okay. Stimmt, da können die alle Legionäre bitte dahin. Das sind zwei Schwertkämpfer in all diesen Legionären. Das kann nicht sein. Da, nee, es sind 17. Da, so. Jetzt, sprich. Genau. Einige, die jetzt den Stream sehen, wissen das.
vielleicht schon, dass ich ja vor einem Jahr angefangen habe, auch weil ja diese katastrophale Beta kam, mir Gedanken zu machen, wie meiner Meinung nach ein Siedler-Nachfolger im Stil von Siedler 3 und Siedler 4 aussehen müsste, was da an Neuerungen rein müsste und so weiter, dass das halt ein bisschen konkreter ist und nicht immer nur von wegen, ja, das Neue ist halt einfach nicht gut. Was noch nicht, oder was vielleicht zwei, drei Leute vielleicht im Chat jetzt wissen. Weltexklusive Reveal! Er hört es hier zuerst. Ja. Exklusive Reveal. Aus diesem Entwurf ist inzwischen ein bisschen mehr entstanden. Da hat sich tatsächlich dann im November offiziell bei der Soccer Lounge Luxus LAN hat sich dann tatsächlich da ein kleines Team gebildet, was offiziell versuchen möchte, eine Version von diesem Entwurf in die Tat umzusetzen. Mit dem liebevollen Codenamen HGLG nach dem Spielmodus. Also ein Siedler 5, wenn es keinen Siedler 5 gegeben hätte, wollt ihr quasi genau sagen. Genau. Sozusagen. Also es ist nicht 1:1 der ursprüngliche Entwurf, weil der ist, also abgesehen davon, ne, Markenrechte und so. Wir können dann natürlich nicht die Storyline und alles so dann 1:1 übernehmen. Aber zum Beispiel, der ist halt auch zum Beispiel gemacht für eine Firma mit Ubisoft-Mitteln, die wir natürlich nicht haben. Ein paar Sachen muss ich auch sagen, die habe ich zwar beschrieben, die sind aber inzwischen dann entweder weiter verfeinert worden oder da bin ich zum Teil auch vielleicht zum Beispiel selber nicht mehr so ganz überzeugt von. Da ist also auch das ist zum Beispiel auch nicht mehr der aktuelle Stand da und auch bei weitem nicht vollständig. Aber da ist tatsächlich was in Arbeit und wir suchen tatsächlich im Moment auch ein bisschen Verstärkung für unser Team, insbesondere was 3D-Modellierung angeht für die ganzen Siedler und für die Gebäude. Wenn du erlaubst, würde ich dir gerade mal eine Mailadresse durchschicken für die Leute, die das interessiert. Jawohl, Mail müsstest du auch, glaube ich, im Chat posten können, nur Links nicht. Oder ich weiß gerade gar nicht, ob Mail gehen. Aber ich schick's gerade mal dir auf Discord. Schick mir gerne eine. Ah, sie ist tatsächlich nicht sehr originell, aber das ist ja in sowas ganz gut. So, hier könnt ihr beim spirituellen Siedlernachfolger mitmachen. So. Mitmachen at projekt-hglg.de. Genau, und was wir auch noch zum Teil suchen, sind Programmierer, die sich mit Unity auskennen. Also ihr macht tatsächlich nicht quasi eine Mod für Siedler 3, 4, die Sachen verändert, sondern ihr macht wirklich ein neues 3D-Spiel sozusagen. Genau. Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall allein schon einfacher, weil wie gesagt, ohne Source Code. Mit Source Code wäre es vielleicht nochmal was anderes. Dann könnte man vielleicht sogar wirklich da die Grundlagen nehmen. Aber ohne ist das halt wesentlich einfacher. Und dann können wir halt auch wirklich so Altlasten, wie zum Beispiel das mit den Türmen, so ein bisschen versuchen anzugehen. Kannst du dann mal kurz den Entwurf kurz umreißen, was ihr euch spielmechanisch dabei vorstellt? Du hast ja schon gesagt, es basiert ein bisschen auf etwas, was du im YouTube-Video skizziert hast, aber es ist nicht ganz das. Was ist denn so ungefähr euer Gameplay-Plan? Wie sieht's denn aus? Genau, also ich habe hier ein Dokument mit über 40 Seiten tatsächlich, was auch noch wächst. Das auch ja, wir haben Zeit, einfach vorlesen. Die Just-Chatting-Segmente hier gehen in der Regel 2 bis 3 Stunden. Nein, kurz fassen. Nee, also wir haben auf einmal natürlich, versuchen wir so ein bisschen die ganzen Konflikte, die ich auch schon angesprochen habe, so zwischen Siedler 3 und Siedler 4 so ein bisschen zu bereinigen und zu gucken, was war da das Beste, beziehungsweise macht man vielleicht sogar doch nochmal was völlig anderes an manchen Stellen, weil es halt wirklich Stellen gab, wo Siedler 3 klar überlegen waren und welche, wo Siedler 4 klar überlegen war und dann welche, wo beide Systeme nicht so wirklich ideal waren. Und dann haben wir halt haben wir natürlich dann auch Neuerungen. Zum Beispiel Siedler 3 hatte ja als Rahmenthema göttliche Intervention mit den ganzen Göttern und dann hatte man noch Magie als neues System. Und das Rahmenthema würde ich gerne weiterführen, dass es so ein bisschen dieser Zwiespalt ist zwischen Magie und dann Forschung, wo man sich dann von den Göttern abwenden würde. Das finde ich cool. Das heißt, dann hätte man ein Forschungssystem, was halt aber dann eben nicht, also das muss zum Beispiel komplett eigens gedacht werden, dass es halt ins What You See is What You Get Prinzip reinpasst.
deswegen, da habe ich auch schon festgestellt, und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum sich an einem Siedler 3 oder 4 ähnlichen Spiel nicht so viele Entwickler versucht haben. What you see is what you get ist nicht immer einfach zu handhaben. Aber halt auch andere Sachen, Schifffahrt ist gut, das ist im Moment noch ein bisschen fraglich, aber Handel hätte ich gerne sinnvoller. Also auch, dass es nicht nur ist, dass man mal irgendwie im Multiplayer jemanden seine ein paar Sachen rüberfeedet, sondern wirklich, dass das ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht. Wie gesagt, Türme, das ist so, zum Beispiel so ein Anliegen, was wir haben. Ja, Einheiten ist zum Beispiel auch Einheitenauswahl, das müssen nicht ein bisschen mehr als die 2, 3 sein, die es bisher gab. Wie ich auch sagte, Kavallerie ist da eigentlich der offensichtliche nächste Schritt, aber ich sag mal so, wenn dann natürlich auch am Ende hoffentlich mehr als 3, 4 Völker drin sind, hat man natürlich auch da mehr potenzielle Interaktionen. Habt ihr aktuell eine Idee, welche Völker ihr zum Start haben wollt? Also Römer wahrscheinlich müssen sein, ne? Genau, die Römer sind ja das Siedlervolk, das traditionelle Volk, das Volk, mit dem man eigentlich ja auch, da werden ja eigentlich die neuen Spieler immer so ein bisschen hinbuxiert, dass man mit denen das Spiel lernen soll und dann sich die anderen Völker anguckt, wenn man das Spiel grundlegend verstanden hat. Wir streben 3 Völker an im Moment für ersten Release, weil mir das auch einfach, ne, da sind ja so viele Grafiken allein schon, die dann gemacht werden müssen, selbst für die gleichen Sachen. Römer natürlich. Dann, wir hatten ursprünglich tatsächlich mit Chinesen und Maya, hatten wir, das war mal tatsächlich mein ursprünglicher Plan, weil das für den Siedler 5 Entwurf tatsächlich auch storytechnisch ein bisschen mehr Sinn gemacht hat. Wir sind aber inzwischen umgeswitcht auf, dass wir gehen davon aus, von Wikingern und Ägyptern. Verdammt, ihr habt euch genau von meinem jeweils Lieblingsvolk aus den 3 und 4 zu denen, die, das ist ja eine, ich kritisiere das. Warum nicht die Asiaten? Rechtfertige dich. Ja, weil wie gesagt, bei den, das war zum Beispiel eine Sache, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt 2 Holzvölker oder 2 Steinvölker. Also da musste man schon mal irgendwie natürlich eine Unterscheidung treffen. Dann kommt noch dazu, dass da sowieso noch die Völker sich ändern. Also zum Beispiel, dass wir wollen als drittes Baumaterial wollen wir Lehm, weil das einfach sich einmal anbietet. Und vor allem, wenn man noch mehr als 3 oder 4 Völker am Ende haben sollte, reicht halt Holz und Stein nicht mehr aus, um da die Baukosten irgendwie sinnvoll zu differenzieren. Und was die Mayas angeht, das war halt die Frage, ich habe das ja auch erwähnt vor in meinem Video, das ist, die würden wir gerne ein bisschen, was heißt, doch irgendwie schon ein bisschen historisch akkurater darstellen. So von wegen, in S4 haben sie Eisenverarbeitung, das ist halt, ja, die brauchen da irgendwie, also ich fände, sie können sie haben, aber nicht von Start aus, finde ich. Sie sollten halt irgendwie sie das erforschen müssen und dafür halt eine Alternative haben, die halt für sie speziell zugeschnitten ist. Und dann hatten wir halt die Überlegung, und wir waren uns nicht sicher, ob wir dann den Mayas im dann jetzt im ersten Anlauf praktisch die Aufmerksamkeit zuwidmen können, die sie verdient haben. Und dann haben wir halt gesagt, das eher dann in der Erweiterung, wo man dann sich gezielt Zeit für dieses Volk nimmt, als dass wir jetzt sie nur, um sie drin zu haben, ins Hauptspiel nehmen und dafür dann darauf verzichten, die ein bisschen auszudifferenzieren. Das ist deprimierend sinnvoll, auch wenn ich weine um meine Asiaten, aber trotzdem ein sehr cooles Projekt. Es wird gefragt, plant ihr irgendwas wie Kickstarter-Kampagne oder sowas? Genau, das sollte ich vielleicht auch ein bisschen anmerken zum Thema Entwicklungszyklus. Wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres zumindest einen spielbaren Prototypen haben, wo man zumindest mal irgendwie schon mal erkennbar ein römisches Volk hat mit einer gewissen Anzahl Gebäuden, die schon mal alle miteinander interagieren, worauf man dann halt den Rest drauf aufbauen kann. Das wäre dann auch der Punkt, wo wir uns dann auf jeden Fall dann gucken müssten, ob wir da, wie wir das finanzieren, ob wir das da staatliche Fördermittel in Anspruch nehmen können oder ob wir auch ein Kickstarter wäre natürlich auch im Raum. Das müssen wir dann, würde sich dann halt wahrscheinlich so in der zweiten Jahreshälfte irgendwie entscheiden. Wir gehen aber tatsächlich davon aus, dass die volle Entwicklung, also wir haben jetzt im November haben wir praktisch das Projekt ins Leben gerufen und wir sind halt von vornherein mit einer Entwicklungszeit von 3 Jahren ausgegangen. Also das wird jetzt kein Spiel, was ihr nächstes Jahr schon spielen könnt. Ja, der Siedler-Fan ist ja das Warten inzwischen gewohnt. Aber ich finde das ein sehr cooles Projekt. Ich habe kurz geblinzelt, wie du das heute
kurz noch vor dem Stream hast du das gedroppt per Mail. Und natürlich bin ich schamlos drauf angesprungen. Ich finde das mega cool. Also Leute, ihr seht oben im Chat angepinnt die Mailadresse, wenn ihr da mitmachen wollt als Entwickler. Aktuell wohl vor allem Unity-Programmierer und 3D-Artists sind gesucht. Wenn ihr das seid und wenn ihr hier mithelfen wollt bei einem Siedler-Nachfolger, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dann schreibt doch da gerne mal. Jetzt würde ich sagen, gucken wir tatsächlich noch. Es tut mir mega leid, ich habe tatsächlich voll unterschätzt, wie lange diese Mission dauern würde. Ich dachte, die machen wir kurz zum Wiederreinkommen. Und dann machen alles wir Dark Mirror. Wir machen es aber doch noch zumindest ein bisschen hier, dass du das auch mal noch zeigen kannst, weil ich es einfach witzig finde. Ich habe die Map einmal gehabt im Singleplayer nach deiner Anleitung. Ist sie dann jetzt dauerhaft in meiner Auswahl? Die müsste dauerhaft drin sein. Dann, ja, hier, Dark Mirror. Der würde ich aber wirklich dir empfehlen, stell doppelte Spielgeschwindigkeit ein, weil, also von vornherein, weil, ja, beim Dunkelfolg muss man schon auch ein bisschen warten. Okay, so, dann. Einfach weil die Pilzfarm so ein bisschen schneeballmäßig agieren und der braucht ein bisschen, um ins Rollen zu kommen. So, machen wir das hier, Einstellungen ändern, ja. Schneller. So, also, hier, der gute Mann hier, frag mal Knuddel-Look oder Real. Ihr wollt wahrscheinlich möglichst Siedler 3, 4 in 3D, oder? Wäre jetzt mein Tipp gewesen. Genau, also da steht noch nicht genau fest, wie der Stil genau aussehen soll, aber irgendwas in der Richtung wahrscheinlich. Also auf jeden Fall diese Knuddeloptik, dieses auch ein bisschen mit den überzeichneten Proportionen irgendwie in der Richtung wollen wir schon beibehalten. Das werden ja auch die Leute erwarten, denke ich. Genau, was wir jetzt hier haben, Leute, ist noch etwas, was dein Einstieg ins Modding war, hast du gesagt, ne? Und ja auch so ein bisschen, glaube ich, das, wovon jeder Siedler 4 Modder vielleicht zum ersten Mal träumt, wenn er denkt, ah, kann ich das Spiel modden? Wie wär's mit dem spielbaren dunklen Volk? Und du hast die Kampagne umgeschrieben. Genau, gehen wir gerade oben auf die Einstellungen. Das habe ich gerade schon, genau, hier. Schneller. Ja, oben, genau. Das sieht aus, ja, schneller, sehr gut. Jawohl. Weil dieses Menü übersehen auch viele Leute beim ersten Mal. Stimmt. Das ist ja komplett neu. Und dann sieht man hier Aufstieg der Dunkelheit. Zerstören Sie die Römer und Mayas. Und hier sieht man es auch, ja, es ist witzigerweise, es schließt jetzt an die Mission, die wir gerade gespielt haben, weil du die erste ja übersprungen hast, weil das dunkle Volk da noch gar nicht drin ist. Ja, schön, die anderen rotzen sich gegenseitig weg und wir hier lassen weiter unsere Pilze wachsen. So, und hier hast du ein bisschen die Beschreibung, ne, dass man benutzt das Römer-Interface, man soll die Baustellen nicht anklicken. Und man rekrutiert Soldaten für Mana. Also Schwertkämpfer durch Sägewerk, Eisenschmelze oder Goldschmelze, Säureschmeißer durch Forsthaus, Werkzeugschmiede, Waffenschmiede. Und das kleine Wohnhaus ist die Pilzfarm. Und das mittlere Wohnhaus noch mehr Truppen? Ja, das ist halt so ein mittlerer Trupp für 250 Mana. Und das große Wohnhaus ist halt so ein großer Trupp, wo dann auch später ein Schamane dabei ist. Okay, also wichtig ist dann, denke ich, vor allem noch die eigene Pilzfarm, ist der Holzfäller war es, ne? Nee, das kleine Wohnhaus. Genau, das kleine Wohnhaus. Kann man sich aber auch merken, weil das kleine Wohnhaus hat wohl tatsächlich intern die gleiche ID wie die Pilzfarm. Das heißt, die Grafik siehst du dann auch, wenn du halt über die Punkte gehst. Oh, wie praktisch. Ja, das ist tatsächlich sehr praktisch. So, die Römer werden sich wohl an den Waffenstellern mit den Mayas halten, aber die Ehrbarkeit der Mayas ist anzuzweifeln. Das heißt, selbst du befeuerst hier die Rolle der Maya in diesem Spiel. Nein, so ist ja das war ja das Verhalten, was in der Mission auch drin ist. Das stimmt, ja. In der Mission hintergehen sie dich, aber es kommt ja drauf an, wie du dich jetzt verhältst. So, und jetzt sind wir hier tatsächlich das dunkle Volk mit diesem Haupthaus hier. Also das, allein das, was du jetzt siehst, mit auch, dass du die Einheiten steuern kannst, das ist an sich nicht so neu. Es gibt einen Glitch im Editor, wo du halt mit bestimmten Kombinationen das so auslösen kannst, dass Spieler 1, du kannst da dunkles Volk einstellen, aber auch nur als Computerspieler. Aber es gibt eine Kombination, wodurch das geht, dass der Spieler 1 wieder auf menschlichen Spieler zurück defaultet, ohne dass das Volk geändert wird. Okay. Das wird für solche Karten ausgenutzt, aber ohne irgendwie ein Skript. Ist auch nicht mehr drin, du kannst keine Einheiten rekrutieren. Dieses ganze Mana bringt dir nichts, deswegen war das halt in der Vergangenheit eigentlich immer Spielerei. Ich glaube, die Kampagne ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre alt. Und jetzt? Davor, es gab auch schon davor so ein paar Karten, also da, wo ich eigentlich mich orientiert habe und aufgebaut habe. Und du hast recht, man sieht hier die Pilzfarm sogar, das ist ja witzig. Genau.
So, dann lass doch mal ein paar. Wie weit auseinander sind die sinnvoll? Ich würde sie nicht zu eng beieinander bauen, allein einfach schon auch ein bisschen aus Stabilitätsgründen, aber sie löscht im gewissen Umkreis auch alle Deko-Objekte, damit da nicht keine Konflikte entstehen. Ah, okay, dann probieren wir das doch. Und sie spawnt auch direkt so ein, also es gab mal eine Dieb-Einheit für das dunkle Volk, die ist noch tatsächlich, also es gibt Werte dafür. Du siehst ja das Strichmännchen jetzt, du kannst der keine Befehle geben, aber der hat ja den Sichtradius. Das, okay. Das also, habe ich dann irgendwann noch ergänzt, dass man ein bisschen leichter, weil die Gebäude. Es ist leider im Moment nicht möglich, denen einen eigenen Sichtradius zu geben. Ich finde es immer so schade, wenn du als Modder so limitiert bist. Ne? Das ist sehr frustrierend irgendwie. Ja, man denkt so da simple stoße ich auch Sachen, an mit Ubo. Die immer an, noch an gewisse Grenzen. Zum Beispiel auch Reichweite von Einheiten, Geschwindigkeit von Einheiten. Das sind also Sachen. Oder es gibt teilweise auch Sachen, die könnte man theoretisch ändern. Die stehen in entsprechenden Dateien, aber die werden woanders überschrieben. Und können dann auch nicht geändert werden. Gebäuderüstung zum Beispiel. Okay. Blöd. Ja, die das Pilz sind dann so Sachen, wo ich dann auf die Hilfe von Settlers United auch mich verlassen muss. Mhm. Und die Pilz aber das Ding Siedler 3 Mana, ist da wohl oder? Einfacher. Siedler 3 hat die ganzen Sachen nicht rumliegen. Das heißt, man kann da nicht mit dem Text-Editor irgendwelche Stats ändern. Aber dafür ist es wohl einfach von der Code-Struktur, glaube ich, ein bisschen einfacher zu lesen. Und Siedler 4 ist da wohl intern absolutes Chaos. Ja, ich hab ja immer Schlacht um Mittelerde gemoddet, wo es eine oberflächliche Ebene und eine tiefere Ebene gab. Und du konntest tatsächlich sehr viel machen in sehr simplen Textdateien, aber was dir komplett nicht offen lag, war, wie das Spiel die Textdateien ausliest, also der tiefere Algorithmus darunter. Das heißt, es gab auch ganz viele Textdateien, die angeblich das Verhalten der KI beeinflusst haben, die nicht wirklich merklich irgendwas gemacht haben dann zum Teil. Also da gab es dann eine Textdatei, die Angriffsprioritäten festlegt, wo du sagst, die KI soll bitte immer, also nicht so sehr auf Bauernhöfe gehen und mehr auf Truppen und es ändert sich nichts, egal wie du die Werte schraubst. Ja, du kannst nicht einsehen, warum nicht, weil du nicht weißt, wie es gelesen wird. Ganz, ganz schrecklich. Ich habe die Werte ja auch für meine Forschung viel gemoddet, um die ganzen Mechaniken ein bisschen zu ergründen, aber zum Beispiel den Moralboost von dem Hauptmann, der kann nicht über 10% erhöht werden, weil er einfach nicht, dieser Wert reagiert nicht. Ja, es ist schlimm. Das sind einfach auch immer solche Sachen, wo man dann drumherum bauen muss. Irgendwas war mir noch gerade eingefallen, aber hoffentlich fällt es mir gleich wieder ein. So, und die Pilzfarmen sind ja mein Mana-Generator quasi, ne? Was die genau. Ressource ist, du brauchst mal 60 Mana für jede Pilzfarm. Jetzt in der ersten Mission kann dir auch noch nicht wirklich was passieren. Also im Zweifel würde ich dir vielleicht eher noch empfehlen, wenn das dann doch zu langweilig wird, noch ein bisschen weiterzugehen. Zum Beispiel, was ich hier noch nicht habe. Das dunkle Volk kann von keiner KI direkt angegriffen werden. Es gibt nicht die nötigen Verhaltensweisen dafür. Okay. Deshalb, ich habe das hier noch bei der Mission noch versucht zu vermeiden, auf Dummy-KIs zurückzugreifen, die du halt beschützen musst. Mhm. Die dann irgendwie einen Turm bei dir irgendwo haben, den du beschützen musst, und wenn du den verlierst, dann ist er so. Okay. Und dann hast du halt verloren, weil damit irgendwie mal Angriffe stattfinden. Ich meine, inzwischen könnte man, glaube ich, ein bisschen besser arbeiten, weil es auch inzwischen zum Beispiel so ein kleines Plugin gibt, was auch in Settlers United drin ist, womit du per Skript Soldaten direkt befehligen kannst für die KI. Mhm. Das dafür müsste ich halt einiges relativ genau neu schreiben, und dafür müsste man dann auch Routen festlegen und sowas. Aber theoretisch könnte man darauf jetzt zum Beispiel auch für solche Karten zurückgreifen. Was du aber hier zum Beispiel, hast ja noch gar nicht Zugriff auf alle Mechaniken des dunklen Volkes. Weil später kann man den Boden ausbreiten, oder? Genau, das kannst du zum Beispiel in der Mission auch noch nicht. Weil ich habe mich daran gehalten, was das dunkle Volk in der ursprünglichen Kampagne zu diesem Zeitpunkt schon konnte. Mhm. Und tatsächlich, es gibt eine Mission recht spät, da musste ich mir auch was überlegen, wie das dunkle Volk dann auf die andere Insel kommt, um da angreifen zu können. Weil, ich meine, später gab es zwar die Manacopter aus dem Add-on, aber abgesehen davon, dass es hier halt auch kanonisch nicht passen würde, sind die, also inzwischen geht da auch ein bisschen mehr, dass man die über Skript steuert, aber das ist halt auch noch sehr weird alles. Also die Manacopter sind halt wirklich, die sind halt kein Fahrzeug, glaube ich, in dem Sinne, oder sind halt wirklich nur durch die KI eigentlich steuerbar oder durch Skripte. Also du kannst die auch nicht anklicken und kriegst dann auch kein schönes Sphärenmenü oder sowas. Das ist halt, ja, leider. Aber gut, es war halt nicht vorgesehen, dass man damit was macht, was ich bis heute nicht verstehe. Es wäre halt so cool, wenn ich es mir jetzt so denke, wenn das wirklich... Es wäre ein offensichtliches Mini-Add-on eigentlich gewesen.
und vor allem viel cooler als die Trojaner. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass das Leute nicht gekauft hätten. Ja. Vor allem die Trojaner sind ja einfach nur ein weiteres normales Volk, in Anführungszeichen. Und das wäre halt wirklich, das war ja auch die Besonderheit von Siedler 4 so ein bisschen, dass du diesen Kampagnenantagonisten hattest und so. Ja. Und das Trojaner-Add-on haben sie ja sogar extra mit einem Minispiel beworben, wo du den Malakopter da mit den Pfeiltasten gesteuert hast und der hat dann irgendwie das Land verseucht. Und du bist Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mich nur noch an Hiebe für die dunkle Seite hieß das. Okay. Das funktioniert sogar noch. Hiebe für Diebe habe ich seit Jahren nicht zu mir offen bekommen, was ich total schade finde. Weil ich habe es neulich im Stream die Leute gefragt, ob das noch geht. Wirklich nicht mehr. Ich habe es, wie gesagt, seit Jahren nicht hinbekommen, schade. Was ich total schade finde. Vor allem die dunkle Seite ist auch bei der History Edition drin, aber Hiebe für Diebe leider nicht. Oh. Das war ja cool damals. Absolut, absolut sad. Ich habe das habe ich tatsächlich als Kind dann immer gespielt, weil wir das auch hatten. Ich habe das, glaube ich, fast mehr gespielt als Siedler 4, dann als es rauskam, lustigerweise. Aber ja, dann konntest du mal die ganzen Steine so schön wegbomben und die ganzen Räume anzünden. Ich habe da so viel Zeit drin verbracht. Mehr als gesund. Ich glaube, die Grafiken findet man, glaube ich, sogar noch in S4. Ich glaube, die sind da irgendwo verbuddelt. Ach, lustig. Ich glaube, deswegen hat Siedler 4 halt echt irgendwo eine Bombengrafik in den ganzen Sachen. Ja, man weiß ja nie, wann man das gebrauchen kann. Selbst schuld, wenn ihr euren Windows 95 PC nicht aufgehoben habt, wird geschrieben. Ja, das stimmt. So, wir können hier auch kein neues Gebiet, ne? Das heißt, ich muss einfach das zubauen, was ich habe und dann Soldaten spammen. Genau. Und das, danach wird man halt mit den weiteren Missionen schrittweise reingeführt, beziehungsweise die späteren Missionen, wo du dann alles hast, haben dann halt auch eigene Gimmicks. Beziehungsweise ich habe dann auch zwischen extra auch ein paar Sachen gehabt, dass es sich nicht so zieht. Es gibt zum Beispiel auch extra eine Mechanik, mit der du dann volle Kampfkraft kriegst, weil das dunkle Volk da auch. Das dunkle Volk hat immer 100% Kampfkraft normalerweise. Man kann es per Skript höher setzen. Ich glaube, einige Karten machen das zum Beispiel so, dass das dunkle Land dann so ein bisschen mit berücksichtigt wird. Das hat, glaube ich, Dark Mirror auch, aber ich habe es leider nie so richtig so hinbekommen, wie ich es haben wollte. Mhm. Ich wollte eigentlich, dass es die Kartengröße zum Beispiel auch mit einbezieht und dann so ein bisschen den Prozentsatz daraus ermittelt. Das habe ich aber damals nicht hingekriegt. Ich meine, wenn man jetzt mal absieht davon, dass es alles widerlich ist, hat das dunkle Volk doch auch einen netten eigenen Wuselfaktor. Guckt euch all diese Pilze an. Und wie es dampft und brodelt und so. Hat doch auch Charme. So, ist doch hier. Ja. Überhaupt nicht moralisch verwerflich oder sowas. Ich sag mal so, in den Diskurs, also auf meinem Discord hatten wir auch den Siedler 5 Entwurf viel durchdiskutiert und auch fürs dunkle Volk. Da gab's wilde Ideen. Warum habt ihr euch dagegen entschieden? Du meinst jetzt für HGL? Genau. Ah, nee, genau. Haben wir nicht direkt, aber es wäre kein Hauptspielvolk. Ja, und da müssten wir wirklich dann komplett von null anfangen und überlegen, wie das funktioniert. Und vor allem halt auch, wenn es halt mehr als ein bisschen Spielerei sein soll, dass es halt auch, wie interagiert es mit einem gegnerischen dunklen Volk? Wie interagiert es mit anderen Völkern, die verbündet vielleicht das sind, stimmt. Was ja in einem Multiplayer-Setting durchaus passieren könnte. Ja, ich schreibe jemand im Community-Patch, genau, der Community-Patch hatte zeitweise auch dieses Plugin von Marcusi drin. Das hat tatsächlich sogar eine eigene GUI fürs dunkle Volk schon. Und dafür hat es aber leider ein paar andere Probleme. Gab zum Beispiel die Pilzfarmen, da haben nichts gekostet. Das heißt, du konntest die halt wild spammen und das Plugin ist halt. Es wird noch dann gearbeitet, aber ich habe seit Ewigkeiten keine aktuelle Version mehr leider davon gesehen. Schade. Aber ich bin tatsächlich auch viel mit dem Entwickler in Kontakt gewesen und habe versucht, auch so ein bisschen, wie man das vielleicht unter einen Hut bringt, weil das über Skript kann man, finde ich, besser balancieren. Mhm. Weil da kann ich wirklich festlegen, was die Soldaten kosten sollen, was die Schamanen kosten sollen, was die Pilzfarmen kosten sollen. Und das fehlt halt bei der Plugin-Version. Die würde dafür halt in der Theorie ermöglichen, dass du es halt auch im Multiplayer halt richtig spielst. Stimmt. Was natürlich nochmal einiges an eigenem Balancing-Gedanken erfordern würde wahrscheinlich, weil genau. Dafür ist es ja halt wirklich gar nie ausgelegt worden in irgendeiner Form, die Mechanik. Ja, und ich meine, das dunkle Volk ist eigentlich das ist ja eigentlich das Ding, dass es raiden muss. Und dann mit einer Peacetime-Regel tust dem dunklen Volk wirklich keine Gefallen.
Wobei, du kannst in Ruhe Pilze pflanzen und snowballen und dann... Ja, und vor allem, was halt auch so ein Problem ist, das war im Hauptspiel, hatten die Schamanen ja unbegrenzte Versklavung. Das hat man dann mit dem Trojaner-Add-on, weil das mit dem Mana-Korb dann halt maximal OP gewesen wäre, hat geändert, dass sie auf dunkles Land zurückkehren müssen, um sich aufzuladen. Das Ding ist, die KI macht es nicht, aber als Spieler kannst du das natürlich total ausnutzen, wenn du einfach ein paar Gärtner mitschickst, ein paar dunkle Flecken hinsetzt und haben deine Schamanen auch unbegrenzte Versklavung. Ah, ja, ist doch... Hat ja niemand gesagt, dass das dunkle Volk fair spielen muss, ne? Eben. Aber das sind also Sachen, das müsste man natürlich halt auch bedenken, wie man das löst. Aber ich glaube zum Beispiel, dass man halt, wenn man das Mana von den Schamanen ein bisschen anders handhabt, könnte man zum Beispiel deren Raids auch so verändern, dass auch der geradete Spieler die Gelegenheit bekommt, da was rauszubekommen. Mhm. Was wir auch in späteren Dark Mirror-Missionen haben, das hatten andere Karten ein bisschen anders gelöst, beziehungsweise zum Teil auch nur Alibi-mäßig. Die Sklaven, wie du machst, boosten die Farm normalerweise halt nicht wirklich. Also ich glaube, die sind zwar minimal schneller, aber das ist halt wie die Bienen und die Blumen. Das in der Theorie hat es einen Boost, aber in der Praxis bringt es fast nichts. Aber ich habe dann halt tatsächlich eine Funktion eingefügt, die halt so ein bisschen guckt, wie der Durchschnitt von deinen, also wie viele Bildsamen du hast, wie viele Plätze für Sklaven die haben und wie viele Sklaven du hast und versucht daraus halt so einen Durchschnitt zu ermitteln und darauf basierend haben halt diese Mana-Kugeln, die halt zu deinem Tempel tragen, halt mehr oder weniger wert. Ah, cool. Das heißt, wenn du halt dann volle Sklaven hast, dann geben die doppelt so viel und überschüssige Sklaven werden dann auch verarbeitet. Wie das klingt, diese Ausführungen, ne? Das, die tiefen analytischen Berechnungen zur Sklaverei, die du angestellt hast. Ja, ja, erzähl uns mehr davon. Das glaubt man denen wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass ich bei Stellaris eigentlich gar nicht, zum Beispiel gar nicht so der Sklaventreiber bin. Ja, natürlich nicht. Du willst jetzt sagen, du bist der einzig ethische Paradox-Spieler der Welt, oder was? Ob das so immer ethisch ist, weiß ich nicht. Aber ich habe meistens es nicht in mir... Ich habe so nicht, glaube ich, nicht so den Hang zur sinnlosen Gewalt wie manche andere Spieler. Ja, Moment, jetzt, also Sklaverei ist ja keine sinnlose Gewalt. Sklaverei hat ja einen sehr klaren Sinn, die Arbeitskraft zu erhöhen und damit Frieden und Wohlstand für alle zu bringen. Prometheus schreibt aus Sklaverei in Stellaris, ist auch nervig, alle zu vernichten, ist auch spaßiger. Vor allem hilft es mit dem Lag, wenn du die ganzen Planeten sprengst. Ah, das ist dann keine sinnlose Gewalt mehr, sondern sinnvolle Nein, Gewalt. Nein, das dient ja dann der Gesundheit seines PCs. Das stimmt, und das ist wichtig. Ne? Aber Planetensprengen ist eigentlich total Verschwendung, wenn muss man mit dem Neutronenreiniger hin. Ja, ich sehe schon, das mit der Ethik, das üben wir nochmal. Chemisch verarbeiten oder ausdrücken? Also, Dark Mirror ist es wahrscheinlich eher chemisch verarbeiten. Ja, nee, ich glaube, wir haben jetzt auch bald hier alles mit Pilzfarmen voll. Genau, und dann geht das halt auch relativ schnell. Und sind schön gesnowballt hier. Genau, weil dann jetzt, sobald sie alle mal ihre Pilze auch angepflanzt haben, wird jetzt echt relativ flott Mana produziert. Aber ich sehe schon, was du meinst, dass die Mechanik erstmal wirklich noch nicht auf so spannendes Siedeln einfach ausgelegt ist, ne? Weil einfach du sehr viel das gleiche Produktionsgebäude erstmal spammst. Deswegen, das wird natürlich ein bisschen mehr, wenn dann noch die Gärtner und die Schamanen dazukommen, vor allem wenn du auch angegriffen werden kannst und das ein bisschen ausbalancieren musst, wie viel du snowballst und wie viel du dich auf Angriffe vorbereitest. Wie gesagt, dann kommen halt noch ein paar missionsspezifische Gimmicks rein. Weil tatsächlich, habe ich auch schon gesagt, so dieses Gestalterische vom Leveldesign kann ich nicht so gut, aber mich interessieren halt total, wie man mit Skripten die Regeln dehnen und brechen kann. Das war dann auch, wo wir in Schlacht um Mittelerde irgendwann drauf ausgewichen sind, dass du als Modder wirst du irgendwann unglaublich kreativ, wenn du mal wirklich drin bist in den Systemen, wie du die halt für Sachen benutzen kannst, für die sie nie gedacht waren. Und ich finde das eine sehr spannende Disziplin eigentlich. Definitiv, es ist, man sagt ja auch, Not macht erfinderisch, beziehungsweise ja. So Grenzen fördern auch die Kreativität. Das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen auch so ein Skill, der vielleicht bei heutigen Entwicklern vielleicht auch so ein bisschen verloren geht, wenn man technisch nicht so eingeschränkt ist.
Ich denke, so die früher, also wenn ich finde das mal bei Technikvideos zu so aus alten N64, Super Nintendo Spielen, was die sich an Tricks überlegt haben, um irgendwelche Effekte hinzukriegen, die die Hardware eigentlich gar nicht konnte. Mhm. So, und heute wenn wird gehst du bei einem, irgendwie beim Switch-Port irgendwie schon automatisch davon aus, wenn es halt nicht ein reiner Switch-Titel ist, dass es halt schlecht läuft. Und dann wird halt gesagt, ja, die Switch ist zu schwach. Anstatt zu sagen, nee, der Entwickler hat sich einfach nicht die Mühe gemacht und nicht die Gedanken gemacht. Wobei tatsächlich diese Art von Erfindungsreichtum, die dreht sich, die zieht sich immer noch bis heute, bis in die höchsten Entwicklerriegen. Also ich hatte mal ein paar Leute von CD Projekt im Podcast und selbst die müssen sich zum Teil noch solche Workarounds ausdenken, weil einfach manche Sachen dann auch irgendwie so besser oder einfacher umzusetzen sind oder wenn man halt auch da wieder kreativ werden muss. Also selbst die benutzen noch die gleichen Arten von absurden Spielereien, die lustigerweise auch Modder benutzen. Es ist sehr, sehr amüsant. Ich überlege gerade, ob mir irgendwas einfällt, was Siedler da so getrieben hat in der Richtung. Also auch mit zum Beispiel die IDs sind ja zum Beispiel teilweise. Deshalb, wenn du auch zum Beispiel jetzt das große Wohnhaus mal versuchst irgendwo zu setzen, wirst du sehen, das ist dann die Grafik von dem dunklen Tempel und so. Mhm. Ja, ich glaube, jetzt können wir allmählich Truppen ballern, oder? Jetzt habe ich eigentlich alles hier vollgebaut. Was ist der effizienteste Weg, Truppen zu rekrutieren? Ist es das große Wohnhaus? Das gibt ja irgendwie mehrere. Ja, hier gibt es noch keine Schamanen. Ich glaube, hier würde ich tatsächlich sagen, entweder großes Wohnhaus, wenn du halt eine gut gemischte Gruppe haben willst, oder halt die Schwerindustrie. Habe ich halt gerade selber nicht im Kopf, welches Gebäude du da spammen müsstest. Für welche Einheit. Ja, gut gemischte Gruppe ist aber doch nett. So, ich glaube, jetzt sind wir hier voll. Also guck mal gerade, ob du irgendwie einen Ort findest, wo du das große Wohnhaus ausbauen kannst, weil du hast ja keine Dings, kannst ja dein Gebiet nicht erweitern. Stimmt, wie viel Mana brauche ich dafür? 500, aber gerade einfach nur erstmal anklicken, dass du Baupunkte dafür findest. Also, stimmt. Ja, sonst wird das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Stimmt, ich habe so voll gebaut, dass wir da potenziell... Ansonsten gucke ich gleich einfach nochmal in die Missionsbeschreibung bei mir und dann sage ich dir, welches Gebäude du spammen musst. Stimmt, lustigerweise habe ich. Abreißen geht nicht, oder? Nee. Aha. Moment, ich guck mal selber gerade. Das ist mir gerade selber auch gar nicht mehr bewusst gewesen. Es ist halt auch eigentlich. Das sind halt so die Probleme. Ich war so in meinem Pilzfarm-Drang, dass. Versuch mal, ob das mittlere Wohnhaus geht. Da müsste doch irgendwas sein. Ja, hier zum Beispiel. Gehe ich hier vielleicht aufs Große noch? Nee, aber das Mittlere geht hier hin. Das müsste, da ja keine Schamanen im Spiel sind, müsste das aufs Gleiche rauskommen. Ist ja nur ein bisschen mehr Klickarbeit. Ja, cool. Kostet dann 250 Mana, gibt nur halb so viel. Ja, so. Dann warten wir. Da kann ich jetzt mal ein bisschen vorspulen. Dass wir das Mana haben. Und dann spawnt man quasi Truppen über das Wohnhaus, wobei jetzt nichts passiert ist. Warum nicht? Kannst hier wieder hinsetzen, aber da sind jetzt keine Truppen gekommen. Doch, die spawnen aber am Ach so. Tempel. Ah, okay. Haben wir hier jetzt eine Horde von Fern- und Nahkämpfern. Wenn du dann noch siehst, dann kommt dann so ein kleiner Lichtblitz und dann erscheinen die da. Ah, dann zoomen wir mal raus. Es gibt auch die Möglichkeit tatsächlich, das habe ich aber damals nicht hinbekommen. Es ist tatsächlich in mancher Hinsicht ein bisschen eleganter, aber... Wie gesagt, das hat auch seine Grenze mit den Kosten. Du kannst das Menü von der Kaserne an den großen, an diesen dunklen Tempel binden und darüber zumindest die normalen Soldaten rekrutieren. Okay. So, nee, jetzt machen wir einfach eine fette Horde und überrennen die zivilisierten Völker. Die Zeit der Menschen ist vorbei. Ja, wirklich. Die Zeit des dunklen Volks ist gekommen. Zumindest in einer Mod. Die Zeit des dunklen Volkes wird ja nie in echt kommen. Aber du hast es möglich gemacht. Was sagt das über dich? Du hättest ja auch eine liebe, freundliche Mod machen können. Ich habe tatsächlich mal mit dem Gedanken gespielt, dass die Storyline mal weiterzuführen mit einer Kampagne, die sich ein bisschen auf die Trojaner konzentriert, die halt so praktisch die letzten Menschen sind und versuchen müssen, das alles wieder gerade zu biegen. Auch aber cool. Daraus ist halt aber auch nie mehr als ein paar lose Gedanken geworden, weil ich dann auch immer andere Sachen gemacht habe. So, wir sind jetzt schon stärker als der Grüne.
noch nicht stärker als der blaue. Ja, wie gesagt, auf der Karte kann dir auch nichts passieren. Ja, es wird konnte man im Originalspiel nicht das Dunkelfeuer spielen. Wie gesagt, nur es gibt halt diesen Glitch, den wir da genutzt haben, aber es war nicht spielbar wirklich. Du konntest halt die Einheiten rumschicken und das war's. So. Und jetzt, wir haben hier diese komischen... Und deine Soldaten sind übrigens 1:1 auch ein bisschen stärker, weil die Soldaten vom dunklen Volk sind so irgendwo zwischen L1 und L2, beziehungsweise die Schwertkämpfer sind sogar fast ebenbürtig mit einem Level-2er. Und wir reißen automatisch alles nieder, wo wir uns reinzecken. Genau, deswegen ist es halt so schwer, da auch... Deswegen wollte ich das auch mit der Turmsuche möglichst eingrenzen, weil wenn die da die Türme dann irgendwann neu bauen und du da keine Vision drauf hast und auch nicht das Gebiet einschwärzen kannst... Das ist natürlich... Das stimmt, ja. Optimal. Und du siehst ja jetzt auch teilweise nicht, wo jetzt noch Gebäude sind und wo einfach die Lücken, also wo die Lücken dann im dunklen Land durch die Gebäude sind und wo du vielleicht einfach nicht aufgepasst hast. Aber vor allem ist es halt alles grünes Land und das wollen wir nicht. Deswegen wird alles zerstört. Aber so zum Thema Technik, es gibt tatsächlich, das habe ich tatsächlich mal dann im Stream getestet, es passieren ganz wilde Dinge, wenn du versuchst, also wir haben tatsächlich für Settlers United damit, beziehungsweise auch eben damit auch Dark Mirror funktioniert, haben wir die Gebäudeliste vom dunklen Volk in dieser Tabelle halt da so erweitert, dass halt alle Römergebäude auch drin sind, damit du eben halt diesen Baustellen platzieren kannst und das nicht direkt abstürzt. Du kannst theoretisch irgendwie all diese Gebäude in das Gebiet von Verbündeten, oder generell von NPC-Völkern setzen und die bauen das dann für dich und dann passieren ganz wilde Dinge. Oh Gott. Ja, das ist, da haben wir tatsächlich dann auch mal viel mit rumgetestet, da kommen ganz komische Sachen beizustande. So funktioniert das dann teilweise auch mit dieser Kaserne. Also das ist dann praktisch eine Kaserne in das Gebiet von einem Verbündeten-Spieler gesetzt, den du beschützen wolltest und der hat dann für dich diese Kaserne gebaut. Okay, witzig. Weil den Siedlern ist tatsächlich egal, wem das Gebäude gehört, solange es in ihren Grenzen ist, bauen sie es. Gut, das ist ja auch normalerweise, sind ja auch keine fremden Gebäude da drin. Ja, stimmt. Das ist wie der Bauer von vorhin, der sieht das benachbarte Feld. Ist ihm egal, dass es nicht seins ist. Ich finde es aber trotzdem interessant, wie irgendwie diese Einheiten des dunklen Volkes, die sehen fast ein bisschen wie Fremdkörper aus. In Siedler 4, finde ich. Also die irgendwie wenn du mal ranzoomst, ich habe sehr, sehr lange, vor allem als Kind, habe ich gedacht, dass das Braune die Augen sind. So käfermäßig. Bis mir klar wurde, dass das der Helm ist. Ja. Stimmt. Könnte man denken. Also du hast die für so Käfermenschen gehalten, oder was? Ja, das war so irgendwie mein Gedanke. So, also Insekten, Facettenaugen habe ich irgendwie immer gedacht. Bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass wenn die halt angreifen, dass ihr da dann auch ihr Gesicht sieht. Ich sehe übrigens, wir haben Leute aus deiner Community im Chat, die wollen, dass du ihnen Credit gibst, weil sie dir diese Info erzählt haben. Ja, da ist stimmt, das richtig, dass du hier da dabei. Andere ja, Leute Infos für deine ausgibst? Das heißt für meine. Also ich wusste, wie gesagt, manche von den Sachen auch schon vor, aber zum Beispiel das mit den mit dem Gebäude, dass das generell mit anderen Völkern funktioniert, das hat mir tatsächlich Creative gesagt. Das haben wir dann auch im Stream lang und ausgiebig getestet. Aber zum Beispiel auch Dark Mirror, das ist ja, da kann ich nicht die gesamte Leistung für mich beantragen, weil es gab schon solche Karten grundsätzlich auch schon vorher. Da habe ich halt, darauf aufgebaut und erweitert. Mhm. Ich habe mir daran praktisch das Skripten beigebracht und dann halt die ganzen Sachen dann erweitert und manche Funktionen habe ich auch. Manche Funktionen sind komplett neu, manche habe ich neu geschrieben. Mit der Pilzfarm, das ging schon. Was ich zum Beispiel dann geändert habe, ist, ich habe generell ein bisschen die Art und Weise, wie der Platz ausgesucht wird, habe ich geändert, weil ich glaube, in der ursprünglichen Karte, die ich studiert habe, hast du die Pilzfarm gesetzt, aber der Ort, wo sie erschienen ist, war zufällig. Okay. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen. Ja, das hat auch nicht immer funktioniert. Ich glaube, das hat nur funktioniert, wenn dann auch dunkles Land ausgewählt wurde. Und es hat, glaube ich, auch ein bisschen zu Instabilität beigetragen, wenn dann bestimmte Sachen passiert sind, die das Spiel nicht mochte. Mhm. Weißt du noch, wie man nur Nahkämpfer sich holt? Weil jetzt brauche ich gerade nicht mehr Fernkämpfer. Klassisches Problem wieder. Ich weiß auch gerade nicht, warum sie den Turm sich nicht holen wollen. Das sind auch wieder nur Fernkämpfer. Das muss ich gerade nachschauen. Weil hier haben sie so ein recht
fiese Dreierturmkonstrukt. Ja, das ist, da gut, dann die L3-Soldaten, die hauen natürlich dann gegen die L1er total rein. Schwertkämpfer sind Sägewerks Eisenschmelze oder in deinem Fall Goldschmelze für 25er Truppen. Ja, geil, das ist doch genau, was wir brauchen. Da haben sie doch sicher noch Baupunkte haben, ja. Ja, ich glaube, die kosten 375. Ah, okay. Dann jetzt. Aber wie schön die ganzen Siedler da reinlaufen. Ich habe das schon wieder ganz vergessen. Es ist tatsächlich, auch das dunkle Volk kann nett wuseln, ist doch was. Ja, in bestimmten Umfang tatsächlich. Vor allem, wenn dann auch die Sklaven dazu kommen, die dann die Pilze polieren. Ja, wichtige Aufgabe, Pilzpolitur. Ja. Oh Gott, hier ist noch so ein... Ah nee, das ist es jetzt. Wir haben den kleinen Turm weggehauen. Jetzt holt euch mal das. Nee, die hauen unsere Billo-Leute echt gut weg, diese... Ja. Level 3 Soldaten. Aber das finde ich auch an sich von der Vorstellung ganz cool, dass das dunkle Volk halt eigentlich mehr auf zahlenmäßige Überlegenheit geht, aber halt im 1-zu-1-Kampf gegen erfahrene Soldaten total verliert. Stimmt. Dafür, auch wenn es eigentlich Supersoldaten sein sollen, aber... Ja... Das passt dann irgendwie. Die ernähren sich halt nicht gesund. Deswegen. Ja, beziehungsweise sind halt auch irgendwie Wegwerftruppen, ne? Ja. Also, kosten ja auch nur Mana. Aber hat nicht wirklich so einen Draht zu denen. Kein Wohnraum, sonst was. Genau. Und das gleicht dann halt auch ein bisschen aus, dass sie halt so komplett auf Militär ausgelegt sind. Jetzt mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen oder ob wir immer noch. Ja, die kassieren echt ganz gut hier von dieser fiesen Turmkonstellation. Ja gut, L3 Bogenschützen mit Turmboost, wenn die 9 Damage pro Schuss machen. Ja, aber jetzt. Das ist auch neu in Siedler 3, in Siedler 4 meine ich, das Bogenschützen, wenn der Feind vor den Toren steht, werfen sie Steine runter. Ja, ich glaube, das ist neu. In Siedler 3 konnten sie einfach dann gar nicht mehr kämpfen. Boost. Also die Soldaten auf Türmen sind ja tatsächlich ein bisschen stärker, also zumindest die Bogenschützen. Es gibt einen Boost für den Schwertkämpfer, aber der ist ungenutzt, also der ist auf 0. Der war irgendwann, glaube ich, mal ein bisschen höher, aber... Es gab auch mal Zeiten, wo irgendwie die Opferungen von den kleinen Sachen irgendwie 2 Mana gegeben haben und solche Geschichten. Oder kleine Tempel hat Gold gekostet. Das ist ganz interessant, wenn man sich die Patchnotes teilweise durchliest. Das ist allgemein oft noch interessant, so Entwicklung. Aber die sind nicht vollständig leider. Also da sind auch, also was ich zum Beispiel mir mal zugetragen wurde, weil von einer ganz alten LAN-Party, da war wohl auch mal ein Entwickler dabei. Und der war ganz irritiert, dass wohl zu der Zeit waren wohl Hauptmänner die Meta. Ach. Und der vorgesehen war ja, dass man so eine pro Hundertschaft hat. Und ja, irgendwie 1-2 Patches später waren dann die Hauptmänner genervt und jetzt haben wir die Bogenmeter. Ich kann es leider nicht bestätigen, ich weiß auch nicht zum Beispiel, ob das stimmt, dass die Trojaner bei Release irgendwie total OP gewesen sein sollen. Wenn es stimmt, dass ihre Rucksackkatapultisten früher Bogenschützenreichweite hatten, dann glaube ich das, weil dann dominieren die wirklich alles. Mhm. Das ist halt auch so eine seltsame Konstellation. Du hast eine Einheit im Spiel, die 5 von 6 anderen Einheiten Hardcount hat, aber sie ist trotzdem nutzlos, weil halt Bogenschützen die beste Einheit im Spiel sind. Aber ich meine, es ist ja man sieht das ja in Spielen oft. Also ich kann mir vorstellen, dass die früher OP waren, weil Entwickler dann gern dazu neigen, dass die coole neue Sache halt auch besonders badass sein soll. Vielleicht auch gar nicht mal nur aus dem zynischen Grund, so wir müssen das ja verkaufen, sondern einfach, weil du ja auch als Entwickler vielleicht selbst gehypt bist. So, wir wollen coole neue Mechaniken und so. Kann ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise ich kann mir vorstellen, auch, dass man vielleicht auch denkt, hey, die Leute sind vielleicht auch schon in ihrem Volk etabliert, das in dem Volk, das sie mainen. Sie brauchen einen Grund, um sich mit dem neuen Volk auseinanderzusetzen. Und dann kann, wenn man da die Erkenntnisse hat, kann man ja auch noch runterregeln. Ja. Fühlt sich halt meist nicht so gut an. Ey, sag mal, haben die Maya jetzt derweil hier in mein Gebiet expandiert? Ja gut, bringt ihnen halt nichts, ne? Die Schweine.
Sie haben mal deine Diebe da getötet, die da gescoutet haben. Dafür müsst ihr bezahlen. Du kannst tatsächlich mit der Steinmine noch Diebe spawnen. Das würde ich inzwischen aber auch anders machen, weil ich inzwischen auch... Also damals wusste ich noch nicht, dass du Zauber auch dann auslösen kannst, wenn das entsprechende Volk nicht auf der Karte ist. Ah, okay. Also du kannst Zauber per Skript auslösen und ich habe dann festgestellt, also es gibt auch extra ein paar Parameter dafür, welches Volk, von welchem Volk dieser Zauber ist. Das heißt, du könntest den Orakelzauber von den Trojanern nutzen, um halt temporären Teil der Karte aufzudecken. Ah, verstehe. Aber ich habe halt erst gedacht, dafür brauche ich irgendwo einen verbündeten Trojaner-Spieler auf der Karte und das war mir dann zu blöd. So, jetzt müssen wir gerade ein bisschen warten, bis wieder Mana generiert wird. So. Da hat doch gerade jemand aus LoL-Erfahrung, kompetitiven Infeld muss man Erneuerung erstmal etwas OP machen, weil die Spieler sonst damit mangels Erfahrung und Übung baden gehen. Stimmt, kann auch ein Grund sein. Wenn die Leute es dann auch falsch einschätzen und es schwächer halten, als es eigentlich ist. Da kann man auch als Magic-Spieler tatsächlich ein Lied davon singen, dass Leute so schlecht darin sind, neue Karten einzuschätzen. Als wir Ubo angefangen haben, dann unter die Leute zu bringen. Also es gab nur, entweder ist Mana OP oder es ist halt immer noch komplett nutzlos, aber es gab kein Feedback dazwischen. Ja, genau. Und deswegen ist natürlich auch allein ein Anreiz, dass Leute das Neue überhaupt genug spielen, dass du Daten sammelst, ist es vielleicht auch ein Ding. Trotzdem kann man auch dabei über die Stränge schlagen. Lange drunter gelitten tatsächlich. Da weiß man dann wirklich nicht, sind die Wikinger zum Beispiel in dem Fall wirklich so schwach oder haben die Leute einfach noch nicht so richtig raus, wie man sie halt optimiert spielt. Genau. Wie sie es halt zum Beispiel bei den Mayas und Römern wissen. So. Jetzt ist doch wirklich allmählich die Zeit der Menschen vorüber hier. Aber richtig lustig, dass du das hingekriegt hast, finde ich. Bei allen Limitationen, trotzdem funktioniert es irgendwie grundlegend, sobald man sich ein bisschen an diese etwas ungewohnte Steuerung gewöhnt hat. Ja, ich glaube, die Steuerung ist halt auch die größte Hürde. Vor allem, weil du dir auswendig merken musst, welches Gebäude was spawnt. Ja, ich glaube, wenn man drin ist, ist das nicht das Problem, weil ich selber weiß es tatsächlich auch nicht mehr auswendig, weil ich halt mich auch nicht mehr damit befasst habe seitdem. So. Eine weitere Horde spawnen und dann müsste das eigentlich... Ah ja, hier sollten wir jetzt vielleicht abhauen. Und ja, und zum Beispiel die Karte, ich hatte dann zum Beispiel extra ein Event, dass, also ich glaube normalerweise hätten die Mayas die Römer irgendwann angegriffen, aber wenn du die Mayas zuerst angreifst und einen Turm zerstörst, dann passiert dieser Angriff halt nicht. Was halt leider nicht geht, sind dynamische Bündniswechsel. Das verstehe ich auch bis heute nicht, dass das nicht für nötig erachtet wurde. Ich meine, Age of Empires hatte das ja auch schon Jahre vorher. Mhm. Das ist ja auch so ein Meme, dass irgendwie alle Verbündeten, die du hast, entweder sind sie nutzlos oder sie hintergehen dich. Ja, aber das ist ja der Fairness halber in fast jedem Strategiespiel ein Meme, ne? Also, welches Strategiespiel hatte je wirklich nützliche Verbündete? Woher Siedler 4 Verbündete teilweise, wenn sie nicht gerade absichtlich so geskriptet sind, dass sie nichts können, dann machen die tatsächlich gar nicht mal so wenig teilweise. Es ist übrigens... Gegen das dunkle Volk sind sie halt machtlos. Ja, in Total War übrigens, das ist total traurig, ist es tatsächlich so, da kriegen mächtige KI-Völker, also Völker, die halt storymäßig stark sein sollten, also vor allem die halt von Haupthelden geführt werden und so, kriegen fette Boni. Es sei denn, sie sind mit dir verbündet. Dann nicht. Stellaris macht es, glaube ich, auch. Sobald du ein anderes Reich als Vasall oder sowas hast, dann bekam die auch ihre KI-Boni nicht mehr. Problem ist, dann kollabiert halt deren komplette Wirtschaft. Genau, total. Weil die KI auch mit diesen Boni plant. Ja. Und weil ich weiß halt nicht, ob das immer noch so ist, aber es war zumindest mal zeitweise so. Ich verstehe es ja aus Balancing-Gründen irgendwo schon. Aber ich finde es schon irgendwie schade, dass halt dadurch ein Spielstil, den ich eigentlich mit den coolsten finde, nämlich halt wirklich so ein Imperium aus Untertanen und so aufzubauen, dass der halt dadurch krass geschwächt wird.
hast und das heißt halt automatisch, sobald, okay, jetzt heißt bei Solaris haben wir es gefixt, das halt, würde, hieß halt auch automatisch, sobald mal irgendwie ein Volk zeitweise untertan war, kamen sie aus der Rolle halt auch nicht mehr raus. Mhm. Stimmt. So, jetzt haben wir leider hier... Oh, Schamane. In der Mission noch nicht. Schamanen kommen erst in Mission 4 tatsächlich. Man müsste hier ein bisschen herantasten. Jetzt lernt man erstmal... Genau, weil sie in Kampagnenmission 5 eingeführt wurden. Da hat jemand echt auf die Details geachtet. Wie viel Zeit hast du damit verbracht mit dem Projekt? Ich kann mal kurz gucken, ob vielleicht die Zeitstempel von den Dateien das noch hergeben. Beziehungsweise ich habe auch noch irgendwo den Foreneintrag, den ich damals gemacht habe, auf der Siedler Mapsource. Also, Release war im August 2018. Wo ist es? Da. Ich sehe hier auf jeden Fall Dateien, die auf Juni 2018 datiert sind. Mhm. Mal gucken, Release 1, was habe ich hier? Dark Mirror 1, Erstelldatum. Das ist auch August. Was sagt die Map-Datei zum Erstelldatum? Auch nicht aussagekräftig. Aber 2-3 Monate könnte hinkommen. Mhm. Ich glaube, ich habe ein paar Wochen halt mich in das Lua reingefuchst und der Rest war halt dann die ganzen Eigenheiten vom Spiel so, halt zu das verstehen. Das geht ja sogar noch für so eine eigene Kampagne und ja. Mod. Ist das sogar noch vergleichsweise harmlos, in Anführungszeichen. Und du hast es fertiggestellt, was auch nicht jeder Mod beschieden ist. So. Das finde ich immer schade, wenn ich so Mods sehe, die halt nicht fertig geworden sind auf ModDB. Die ja. Irgendwann mal, oder auch teilweise Mods, die halt schon weit waren und auch schon etabliert waren und dann irgendwann einfach sang- und klanglos nicht mehr weiterentwickelt wurden. Aber ich kenne es ja selbst. Also ich habe ja selbst 10 Jahre gemoddet und irgendwann dann durch das Berufsleben keine Zeit mehr gehabt. Und die wird zum Glück noch weitergemacht, die Mod, von anderen wundervollen Leuten. Aber es macht mich auch selber traurig, dass ich da nicht mehr mit dabei sein. Ja, das habe ich auch selber gemerkt. Also ich finde es immer cool, wenn ich mal so dann auch die Remaster-Karten zwischendurch mal gemacht habe. Aber ich muss mich dann auch jedes Mal wieder neu da reinfuchsen, wie das war. Und ich finde auch, muss ich auch leider sagen, nicht mehr so die Zeit zwischen dem anderen Content, den ich mache. Klar. Aber immerhin, das hier hast du uns noch gegeben und jetzt arbeitest du an einem Siedler-Nachfolger, was ich ganz wundervoll finde. Dazwischen habe ich noch Oboe gemacht. Oder mache ich sogar teilweise noch. Den Ultimate Balance Overhaul ist ja auch... Ja, eben. Genau, mach jetzt doch zum Abschluss nochmal Werbung hier für alle Sachen, wo du willst, dass Leute jetzt bei dir reinschauen. Das hast du dir mehr als verdient. Und dann haben wir hier, feiern wir den Triumph über die schäbigen armen Maya mit noch etwas schamloser Werbung. Hau raus. Ja, wo fange ich da an? Also... Für die Siedler-Fans ist es eigentlich auf jeden Fall Siedler's United interessant. Das würde ich sogar sagen, lohnt sich auch im Sale dann die History Edition sich dafür nochmal zu holen, weil HD-Patch, Balancing, Bugfixes, auch von vielen coolen Leuten. Und ansonsten, ja, was mein Content angeht, das ist halt in erster Linie Siedler. Ich versuche mich zwischendurch aber auch nochmal ein bisschen anderen Sachen. Ich habe vor knapp 2 Wochen habe ich tatsächlich eine Tiefenanalyse zu einem alten Spiel gemacht, Star Trek Elite Force. Mhm. 20 Jahre alt. Das war aber so ein Spiel aus meiner Kindheit, das wollte ich mir dann nochmal genauer zu Gemüt führen. Und ansonsten, ja, ich probiere noch ein paar andere Sachen aus, aber mein Hauptding ist Siedler. Ich glaube, da triffst du auch bei meinen Zuschauern absolut den Nerv. Tatsächlich finde ich die Selbstbeschreibung der Spirit of the Law des Siedler-Universums ist A, ein sehr guter Pitch, der, glaube ich, hier einige Leute gut abholen dürfte und B, sehr akkurat. Ich finde deine Videos auch immer sehr interessant. Und ja, er ist auch hier verlinkt im Chat. Die Mods sind wie immer auf Zack. Der YouTube-Kanal und der Twitch-Kanal. Streamst du regelmäßig eigentlich? Oder ist der Twitch-Kanal eher so ein Projekt? Ja, tatsächlich.
Das heißt Nebenprojekt. Also es ist ein bisschen on and off. Tatsächlich versuche ich im Moment tatsächlich regelmäßig zu streamen. Aber tatsächlich in letzter Zeit weniger Siedler. Zum Beispiel jetzt die letzten Wochen waren viel Dark Souls, weil ich einen Dark Souls 3 Roleplay Run gemacht habe. Wo jetzt auch tatsächlich heute das Video, das daraus entstanden ist, kam. Ansonsten halt, wie gesagt, auch für jetzt das Spiel, wo ich die Tage die Analyse zu gemacht habe, das war da drin. Stardew Valley müsste ich eigentlich auch nochmal weiterspielen, da hatte ich einen Run angefangen. Aber Siedler müsste jetzt eigentlich auch mal wieder mehr kommen, das habe ich jetzt auch wieder ewig lang vernachlässigt. Ein Minecraft-Hardcore-Projekt habe ich auch am Laufen, aber das habe ich jetzt auch seit Monaten nicht mehr weitergespielt. Da kamen einfach immer irgendwie andere Sachen dazwischen. Probiere im Moment aber eigentlich 2 Streams die Woche anzupeilen. Sehr gut. Dann, demnächst Outer Wilds. Demnächst Outer Wilds spielen. Creative, das ist noch nicht geschehen. Ah, ich sehe, deine eigene Community haut dich hier in die Pfanne. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist der Fluch eines jeden Streamers. Ich finde es immer schön, wenn es mal, weißt du, auf meinem Kanal mal wen anders trifft. Das ist, ich finde das gut. Creative Element, guter Typ hier offensichtlich. Sehr schön. Dann, Robin, sehr vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss mal entschuldigen, ich habe wirklich gedacht, so diese Mission am Anfang irgendwie geht schneller und wir kommen schneller zu der Kampagne. Da macht ihr ja keine Gedanken. Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, ich bin ja sehr angetan von dem Projekt. Ihr meldet euch auf jeden Fall, wenn es da was Vorzeigbares gibt, dann ballern wir das hier auch raus, würde ich sagen. Und trommeln noch ein wenig machen dafür. Wir. Bis dahin sage ich ganz vielen Dank und wünsche dir einen sehr schönen Abend. Genauso. Dankeschön. Adios. Tschüss. So, das war doch sehr, sehr cool. Wir sind auch für heute durch. Sehr cooler Gast. War sehr spontan. Ich habe auf Twitter gefragt, ob jemand diese Dunkle Volk-Kampagne noch kennt, weil ich habe die mehrfach erwähnt gesehen. Henno hatte sie auch mal erwähnt und habe sie nicht gefunden. Und dann hatten wir direkt den Erschaffer am Start, der auch noch dann direkt, ja, wir machen da übrigens selbst einen geistigen Nachfolger. Könnte man das vielleicht mal im Stream erwähnen? Ich sage, oh ja, hell yes. Was für eine geile Neuigkeit.